Hi, hier ist Alf Minzel und ihr hört Niemals Erste Liga. Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga, dem Podcast, in dem es um den SVW in Wiesbaden und manchmal auch um Fußball geht. Wir nehmen die Folge 15 auf, und zwar am 17. Oktober. Wir, das sind meine Wenigkeit, Gunnar Schmid, und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. So, den Micha haben wir heute leider nicht dabei, der ist gerade im Urlaub, im Wohlverdienten natürlich. Grüße an dieser Stelle. Was aber auch die Sache für uns ein bisschen einfacher macht, denn zu zweit sollten wir das mit dem Ton ein bisschen besser in den Griff kriegen. Letztes Mal hatten wir leider ein paar Tonprobleme, dafür möchte ich mich entschuldigen. Ja, und nachdem wir jetzt gerade zum zweiten Mal angesetzt haben hier mit unserer Aufnahme, sollte das jetzt aber auch wirklich funktionieren. Gut, dann... Sonja, leg doch gleich mal los mit dem Wichtigsten, weswegen überhaupt alle Leute hier einschalten. Wo warst du wieder unterwegs? Ich war unterwegs in zwei Fällen hier in der Nähe. Das eine war bei der Eintracht am Riederwald. Da hat die U19 der Eintracht gegen die SVW U19 gespielt. Mhm. Das passte ganz gut an Feierabend, war unter der Woche. Und das hat der SVW auch tatsächlich 2-1 gewonnen. Ja, das war, glaube ich, erst der zweite Saisonsieg für unsere A-Junior. Genau, wollte ich gerade sagen, ist jetzt nicht so oft, dass sie gewinnen jetzt als Aufsteiger in der A-Junioren-Bundesliga. Haben sich auch entsprechend gefreut. Also sind irgendwie über den Platz gehüpft nach dem Spiel, haben Derby-Sieger gesungen und so. Na klar. Wie ist das für dich, der dein Herz sowohl für die Eintracht als auch den SVW schlägt? Also auf der Ebene ist es mir relativ egal, ehrlich gesagt. Also ich hoffe natürlich für beide, dass sie den Klassenerhalt schaffen. Klar. Mhm. Und aber dafür ist es noch so früh in der Saison, dass man da jetzt nicht einem speziell die Daumen drücken muss. Ja. Wie ist es bei der Eintracht? Die ist, ich habe das nicht gar so sehr im Blick, so die A-Junioren-Liga, aber ich glaube, die sind da etabliert eigentlich so als Erstligist, oder? Die sind da schon länger dabei. Ja, auf jeden Fall schon länger dabei. Brauchst mich jetzt auch nicht Details fragen, weil so oft sehe ich die jetzt auch nicht kicken. Mhm. Aber also werden von Alex Schur trainiert. Mhm. Ja, der da auch schon länger verantwortlich ist, davor verantwortlich war für die U23, also für die zweite Mannschaft, als es die noch gab. Ja. Und aber die sind jetzt gerade, zumindest in den letzten Jahren, ja nicht irgendwie so in Gefahr gewesen, da irgendwie mal den Titel zu holen, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich glaube nicht, nee. Aber nagel mich nicht drauf fest. Ja. Okay, gut, nur am Rande. Ja. Genau. Zweites Spiel hier in der Nähe war jetzt gerade am Wochenende Schott Mainz gegen TuS Koblenz. Mhm. Und das aus dem einfachen Grund, weil Schott Mainz ist Aufsteiger in die Regionalliga Südwest und da war ich tatsächlich vorher noch nie. Ja. Obwohl es hier direkt auf der anderen Seite ist. Da wollte ich kürzlich erst hin. Hat jetzt endlich mal gepasst. Wann war das denn? Vor ein, zwei Wochen? Hatte ich mich mal so lose mit dem Stefan vom Schwarzen Blau, vom Padercast, verabredet. Ja, nur so lose hat man mal das angedacht, dass wir da mal hingehen. Hat dann aber kurzfristig nicht gepasst. Und, war der Weg zu weit? Nee, hatte, ich weiß nicht, ich glaube, die haben am Dienabend Podcast aufgenommen und mir war es dann auch nicht so unrecht, weil ich dann auch noch irgendwas anderes hatte. Aber das haben wir auch nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Also da gibt es hoffentlich auch nochmal die Gelegenheit. Ja. Wie ist natürlich es dabei, als Stadion kein Hingucker, also Bezirkssportanlage heißt es und sieht auch genauso aus. Genau. Aber es ist natürlich ein grandioser, Punkt in der Groundhopper-App. Ne? Ja, natürlich, jeder Punkt ist da grandios. Weil, wie gesagt, es fehlte mir auch noch und gut, war jetzt auch kein schlechtes Spiel. Also sie haben es 3-2 gewonnen am Ende wirklich noch. 2-0 geführt, dann Ausgleich kassiert und kurz vor Schluss ist 3-2 gemacht. Also das konnte man sich schon gut angucken. Mhm. Ja, und dann habe ich noch eine größere Tour gemacht, die auch sehr lustig war. Und zwar an dem Länderspielwochenende habe ich mir einfach mal ein paar Länderspiele angeguckt. Mehrere gleich. Die lagen dann so auf einer Linie. Also ich bin erstmal ins Auto und losgefahren nach Rimini an der Adriaküste in Italien. Mhm. Und habe mir dann da San Marino gegen Norwegen angeguckt. Natürlich. Also von Rimini nach San Marino rein fährt man eine Viertelstunde. Ja, das ist gleich benachbart. Ja, das habe ich auch schon mal gehört oder gesehen auf der Karte. Norwegen mit einem lockeren 8-0. Also die habe ich mir jetzt schon öfter angeguckt, aber sie haben endlich auch mal gewonnen, wenn ich da war. Das ist ja wie Schweden gegen Luxemburg, ne?
Ja. Ja, da war doch da der Gag irgendwie mit dick Advokat und so weiter. Naja. Ja, die gewinnen niemals 8-0. Ja, gut, Ja. ich hätte jetzt auch nicht viel darauf gewettet, dass Norwegen da wirklich 8 Buden macht, weil man kann sich ja noch an das Spiel in Deutschland erinnern. Ja, wobei Aber San doch, da Marino lief ist es dann jetzt doch nun mal eine ausnahmsweise mal deutliche ganz Nummer gut. kleiner, oder? Ja, Ich meine, naja, muss ja Luxemburg, auch die mal haben ja klappen. immerhin einige Profis, ne? Naja, Im Moment gut. höre ich dich nur noch sehr schlecht, muss ich sagen. Oh. Liegt das an mir? Beziehungsweise wackelig. Wackelig, na sowas. Ja. Ja, ich kann jetzt eigentlich gerade nichts machen, außer weiterreden. Gerappt und abgeschnitten. Ja, bei dir hat es auch gerade so ein bisschen geknackt. Aber jetzt ist eigentlich okay. Ich würde sagen, wir probieren es mal und machen einfach weiter. Ja, gut, bist immer noch ein bisschen. Gut, Liegt dann das? pass auf. Also, auf dem Rückweg lag zufällig Turin. Zufällig. Was jetzt nur so ein kleiner Abstecher dann war noch auf dem Rückweg. Also wenn das jetzt der Da direkte hat. Rückweg nach Deutschland wäre, dann hast du aber schon einen gezielten Umweg genommen, oder? Es war nicht ganz der Rückweg. Also so, Okay. man würde ja theoretisch über Mailand fahren und da ist dann Turin noch mal so eine gute Stunde ein Abstecher halt. Ja, ich wäre jetzt über den Brenner gefahren, da kommst du überhaupt nicht an Mailand vorbei, oder? Ja, siehste, ich aber schon. Okay. Nee, das war sowieso der Weg, den ich angedacht hatte. Und dann halt den kleinen Abstecher gemacht. Italien gegen Mazedonien. Wie Ist 1 zu 1 praktisch. ausgegangen. Und da Ja, so ein Zufall, ne? gab es auch noch spontan Karten oder hast du die irgendwie vorher schon organisiert? Ich höre dich wirklich, ich verstehe wirklich kein Wort, weil du nur noch, Ja, das ist ja jetzt du bist richtig völlig mies. abgehackt. Ich glaube, wir stoppen mal hier kurz. So, da sind wir wieder. Wir hatten gerade kurze Tonprobleme und deswegen haben wir jetzt hier vermutlich ein Stück rausgeschnitten. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht allzu sehr auf, liebe Hörer. Sonja, du warst Ja. in San Marino und hast dann auf dem Rückweg noch Italien gegen Mazedonien in Turin mitgenommen. Richtig, damit hast du so ziemlich alles erzählt, was ich jetzt erzählt hätte. Achso. Es ist Gibt's 1 zu denn. 1 ausgegangen, kann ich noch dazu sagen. Dadurch war dann Spanien einen Spieltag vor Schluss schon fix qualifiziert. Italien ist ja jetzt in der Relegation, müssen noch gegen Schweden spielen. Ja, aber erzähl doch mal was zu den Stadien. Also in San Marino gibt es vermutlich nur eins irgendwie Nationalstadion oder Sportplatz oder wie heißt der da? Also kann gut sein, dass es da noch weitere Sportplätze gibt, aber das war dann schon das Nationalstadion. Das Ja. heißt auch einfach San Marino Stadium. Ja. Ist sehr einfallsreich. Die eine Tribüne war auch gar nicht offen, also zwei Tribünen jeweils an der Längsseite. Waren erstaunlich viele Norweger da, fand ich. Also es kam auch immer noch mehr. Das Spiel hatte schon längst angefangen. Da kamen die dann alle so aus Richtung Bar mit so Bier in der Hand, Wollte gerade so wie sagen, wenn man es Norweger halt so irgendwo kennt. Hä? Alkohol zu Es normalen wurden immer Preisen gibt, mehr. dann kommen die Ja. hier, ne? Es wurden da immer mehr, das war schon lustig, ja. War halt alles sehr klein, überschaubar. Man parkt irgendwo, läuft die Straße hoch und ist da. Ist jetzt auch nicht bei allen Quali-Spielen so. Ja, Turin war es dann die Anreise mit der Straßenbahn. Okay, Ist ja, dann gerade doch mal was kurz, anderes. Ticket konnte man da einfach dann vor Ort kaufen oder wie war das? Ein Ticket hatte ich vorher über die Norweger bestellt. Okay. Weil da hätte es ja sein können schon, dass das vielleicht voll ist, ne? Weiß Ja, nicht, ach, ne? Das da ist. hätten wir auch locker noch sowas gekriegt, Okay. garantiert. Aber ja, ich Weil wollte das ja ist ja eh, dann also es relativ war klein. dann nicht wirklich eine Fantrennung oder so, verschiedene Blöcke, da war dann nicht so wirklich was, aber ich hatte mir das vorher über die bestellt, mache ich eigentlich immer, wenn ich mir die angucke. Okay. Und dann in Turin gab es da auch noch einfach so Karten dann an der Tageskasse? Da hatte ich es mir auch vorher schon besorgt, das war ein bisschen schwierig, weil es gab irgendwie so einen Link auf offizieller Seite und so, und da konnte man aber nur bestellen, wenn man so eine italienische Steuernummer hat oder so. Okay. Also das wollen die da für die Bestellung haben. Und dann habe ich nachgefragt und dann auf Nachfrage habe ich dann einen anderen Ticket-Link noch bekommen, mit dem das ganz einfach ging, also der dann nicht das alles wollte. Und dabei fiel mir ein, dass das in Italien echt manchmal schwierig ist, weil ich war mal bei Inter Mailand und habe da auch online bei denen bestellt und das ging bis zu dem Moment, als ich mein Geburtsland angeben musste, was ja auch schon komisch ist. Und dann habe ich da Germany und dann hat er die ganze Zeit gesagt, ungültige Eingabe Geburtsland. Bis ich nach Ewigkeiten drauf gekommen bin, dass er echt nochmal diese Unterscheidung West Germany, East Germany hatte, die es natürlich in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, noch gab. Ja. Aber bis man da drauf kommt. Okay. Und also es ist nicht immer so einfach bei denen, aber es hat dann Ja, auch im Vorverkauf irgendwie geklappt. gab's in Italien bei der Liga, bei Ligaspielen nicht auch irgendwie das Thema, irgendwie, dass du da so auch so einen Fanausweis brauchst oder irgend sowas? Also Dass du ich da muss irgendwie so sagen, registriert sein musst?
Das war kein Ligaspiel, das war damals ein Euroleague-Spiel. Okay. Deswegen weiß ich nicht, ob es da jetzt nochmal anders ist, aber es kann natürlich auch gut sein. Also alles, was die da von mir wissen wollten, das war ja schon so Registrierung und Ja. war ja schon das reinste Hosen Okay. runterlassen. Ne? Das heißt, das hast du dann auch schon im Vorfeld dann die Karte besorgt. Ja. Gut. Und das war dann sicherlich dann im Juventus-Stadion. Nee, das war im Olympiastadion, das ist Ach da, wo so. der FC Turin spielt. Ja. Also im anderen. Ich weiß nicht, warst du schon mal bei Nee, Juventus? weder noch, Nee? also Ah. noch in keinem von den Mailänder Stadien. Mailänder sage ich schon. Mailänder Stadion, in Mailand auch noch nicht. Der Mailand stand ich, Echt? ja, da stand ich mal davor. Das ist eine sehr lange, traurige Geschichte, die ich ein andermal zum Besten geben werde. Bin ich gespannt. Das gehört zu dem großen Komplex Gunnar und die Champions League Finals. Aha. Ein Drama in mehreren Akten. Aber Okay. das heben wir uns nochmal auf. Beziehungsweise ich wollte irgendwann auch nochmal einen sehr langen, traurigen Blogbeitrag dazu verfassen. Meine Wenn Abrechnung ich jetzt sage, ich mit. freue mich schon drauf, dann führt das vielleicht in die falsche Richtung, Ja, aber. da eskaliere ich gleich, ja. Genau, nein, aber. Nee, ich war noch nicht in Turin. Okay. Erzähl. Also. Ob sich's lohnt? Nö, keine Ahnung, ja, es ist, also vom Fernsehen her kenne ich natürlich vor allem jetzt, damals halt das alte Delle Alpi und dann halt jetzt den Neubau, dann dieses Juventus Stadium. Ja, dazu kann ich dir natürlich nichts sagen, aber Ja. das andere, naja, es war ja halt noch nicht mal voll und so, also so, es war dann auch sehr ruhig. Ich saß so ein bisschen in der Ecke, wo auch die Mazedonier waren, da war es dann zum Glück nicht ganz so ruhig, die hatten ja auch noch was zu feiern, die hatten auch ein bisschen mehr Spaß an allem. Aber sonst so war es schon eher langweilig. Also das Spiel war dann sogar auch langweilig Okay. und Stimmung auch, also war jetzt nicht so der Knaller. Ja. Aber da fällt mir gerade ein, dann San Marino, warst du da vorher schon mal? Nein. Da hast du da einen neuen Länderpunkt, einen ganz exklusiven, Natürlich. ja, sehr Richtig, gut. richtig. Und Italien hattest du schon vorher? Italien hatte ich vorher schon, Ja. wie gesagt, bei Inter war ich schon mal. Ja, klar, hast du ja gerade erzählt, genau. Ja. Und der Rückweg ging ja noch weiter. Der ging noch weiter, wo warst du noch? Der ging noch weiter, der ging über Basel, bin ich nach Hause gefahren und da spielte die Schweiz gegen Ungarn. Auch noch Ah. in der Quali. Da werden ja Lange, lag super auf dem Weg, ja. Erinnerungen an die WM 54 wach. Natürlich, bei wem nicht? Basel, das ist wie heißt das Der Ding St. nochmal? St. Jakobspark. Jakobspark, genau. Das ist dieses Einkaufszentrum-Ding. Ja. Da bin ich auch schon mal dran vorbeigefahren. Ja, wer nicht? Also Ja, da das ist ja fährt man ja direkt, automatisch dran vorbei, genau, das wenn ist man mehr oder hoch oder weniger runter fährt. Ne? direkt an der Autobahn da, ne? Es ist nur von außen gar nicht so erkennbar als Stadion, weil es wie gesagt auch ein Einkaufszentrum ist. Ja, ich habe das auch nur, ja, wir waren auf dem Skiurlaub, auf dem Weg in den Skiurlaub und ich glaube, wir sind nachts gefahren, aber als ich das Straßenschild dann da sah, da wusste ich dann natürlich Ja, gleich genau. Bescheid, als Kenner der Materie. Ja, ich bin auch schon oft vorbeigefahren, aber jetzt habe ich es endlich auch mal geschafft, da reinzugehen. Ja. Und hat sich gelohnt. Also das war wirklich ein Riesenspiel. 5:2 ist es ausgegangen. Da sind viele schöne Tore auch gefallen. Das hat sich dann schon doch gelohnt. Auch wenn natürlich Getränke und alles andere ist schweineteuer. Okay, ja Das gut. kennt man aus der Schweiz. Schweiz ist nicht ein ganz so billiges Pflaster, ja. Nee, ist immer wieder erstaunlich, aber gut. Aber das Spiel war gut, hat Spaß gemacht. Okay, cool. Das war Ja. so eine Dreiländertour zwischendurch. Man muss sich ja beschäftigen, wenn keine Liga ist. Ja, ich habe das so ein bisschen halb neidisch, halb belustigt auf Ja, Twitter so und so habe ich mich, weiter also so hätte ich mich auch verfolgt, wo du so gefühlt. unterwegs bist, ja. Aber schon cool. Finde ich gut. Ja. Da fällt mir gerade noch ein, dass die Deutschen haben ja gespielt gegen, wen war das? Aserbaidschan, ne? Ja. Habe ich nicht gesehen, das Spiel, aber ich habe danach irgendwo einen Foto gesehen und dann sah ich dann, dass die Aserbaidschaner im Prinzip dasselbe Trikot haben wie der SVW. Also auch dieses rote Dieses Nike Ding mit von der den, Stange, genau, mit den etwas ja. dunkleren Ärmeln. Und dann sah ich noch irgendwo, die USA haben das auch gerade. Das ist das neue Ding, ja. Das Ja, ist aber ja auch das Ausweichtrikot von der Eintracht sieht ja genauso ja, genau, aus. das hatten Also wir es schon ist mal, so, ja. Aber jeder will irgendwie dieses geile Muster von uns haben. ja, total. Aber dass selbst die USA kein eigenes Design von Nike kriegen, irgendwie, das hat mich dann schon ein bisschen gewundert. Aber gut. Ja, ne? Aber Naja. suchen sich auch irgendwie dann alles gleich aus. Anscheinend, ja. Naja,
gut. Es kommt eine neue Saison irgendwann und dann kommt auch ein neues Trikot. Wahrscheinlich. Ja. Gesetze des Marktes. Aber wo wir gerade beim Groundhopping sind, da gab es eine Hörerfrage. Und zwar an mich? Ja, an dich eigentlich so ein bisschen in die Richtung, wie kamst du zum Groundhopping? Das ist ja jetzt gut. Man hört schon mal von Leuten, die das so als Hobby betreiben. Oder ist das jetzt gar nicht gezielt als Hobby? Fährst du einfach so los und guckst nebenbei Fußball? Oder wie ist da so? Gibt es da eine Story dahinter? Klär doch unsere Hörer mal auf. Natürlich ist es irgendwie ein Hobby geworden, ne? Ja. Aber also es hat einfach damit angefangen, dass ich schon als Kind einfach nur gern Fußball geguckt habe. Und das natürlich meistens im Fernsehen. Und da war das für mich immer was ganz Großes, wenn man dann mal ins Stadion konnte, selbst wenn es nur der alte Bruchweg in Mainz mit 3000 Zuschauern war. Mhm. Und das hatte ich irgendwie so selten. Und ich wollte immer zum Fußball gehen. Ich wollte immer die Spiele sehen. Und als ich dann alt genug war, bin ich dann halt auch hingegangen. Und dann konnte man ja auch früher nicht immer jedes Spiel überall einzeln sehen. Das war so wie dritte Liga, das jetzt bis vor kurzem war. Ja. Dann fährt man halt auch irgendwie hin, um ein Spiel zu sehen. Und so sammelte sich das dann. Und da habe ich gemerkt, ich habe schon viel in der Bundesliga, dann irgendwann auch viel dritte Liga und so. Und dann habe ich mal angefangen, so durchzuzählen und überlegt, wo könnte man denn noch hinfahren und wo wäre spannend. Und dann habe ich so angefangen, das mit so halt einfach so Reisen auch draus zu machen. Also jetzt, ich wäre zum Beispiel nie nach Rimini gefahren, einfach so. Auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Ja. Und wäre ich doch auf die Idee gekommen, wäre ich sicher enttäuscht gewesen. Aber so ja, war es irgendwie wunderbar, einfach mal so durch die Stadt laufen, kurz am Strand und machen, dann, ne? Genau, eben mal kurz am Strand und dann aber halt noch zu dem Spiel gegangen, das ich sehen wollte. Ja. Und das irgendwie so zu verbinden, das macht richtig Spaß und dann auch so von der Welt irgendwie ein bisschen was zu sehen. Also es ist irgendwie auch ein schönes Hobby, um mal rauszukommen. Ja, das heißt, du schaust dir dann aber auch schon mal irgendwas noch anderes außerhalb der Spiele jetzt dann an. Wenn du da unterwegs bist, gerade so auf den Auslandstouren. Genau, also wenn ich kann immer, ich hab das gehasst früher, so diese Idee, ja, ich auch ein paar Mal gemacht, als ich noch keinen Führerschein hatte, irgendwie in den Fanbus zu steigen, die ganze Zeit zu saufen, beziehungsweise ich nicht, aber alle um mich rum und irgendwo am Stadion rausgeschmissen werden, später wieder rein und weg. Hm. Es war völlig wurscht, wo du warst. Und das ist, ich meine, gut, wenn du jetzt nur hier in der Bundesliga oder so rumfährst, naja, aber so das, also so im Ausland, das könnte ich mir nicht vorstellen, da will ich auch sehen, wo ich bin und irgendwie mir auch mal was anderes angucken. Ja. Das macht's für mich irgendwie auch aus dann. Und du bist dann üblicherweise mit eigenem Auto unterwegs? Ich bin am liebsten mit eigenem Auto unterwegs, nicht immer, jetzt so Glasgow oder Manchester, da hatten wir halt jeweils nur ein Wochenende und gut, da kannst du nicht mit dem Auto hochfahren. Ich bin am liebsten mit dem Auto unterwegs, weil ich habe irgendwie auch gern so ein Gefühl für die Entfernung, also wie weit ich dann jetzt wirklich von daheim weg bin sozusagen. Mhm. Ich fahre, was heißt gern, ich fahre jetzt nicht so gern Auto, dass ich hier als Hobby irgendwie durch die Gegend fahre, aber ich kann einigermaßen lang Auto fahren. Also ich habe da eine ganz gute Geduld und packe mir irgendwelche Hörbücher und Alben rein. Podcasts auch, ja. Und also das mache ich wirklich am liebsten. Und dann kann ich auch selber entscheiden, wo kann ich vielleicht spontan noch hin und so Sachen. Mhm. Das ist besser, als wenn man irgendwie auf Flugzeug, Bus, Bahn angewiesen ist. Ja. Also wann immer es geht, fahre ich am liebsten im Auto. Du hast ja schon so richtig lange Touren gemacht, da irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, vor ein paar Jahren, als die Eintracht im Europapokal war, warst du da nicht auch mit dem Auto bis nach Porto runter? Ja, gut, das war natürlich auch ein Extremfall. Ja, das würde ich jetzt vielleicht auch nicht nochmal machen, aber das war schon sehr lustig. Also, wie lange warst du da insgesamt unterwegs dann? Jetzt bei dir. Oh Gott. Ich weiß, also auf der Hinfahrt habe ich in Bordeaux gepennt und dann in Santander. Mhm. Weil da wollte ich auch einfach mal die Stadt sehen und da am Strand sein und so. Und auf dem Rückweg habe ich, glaube ich, nur in Bordeaux gepennt. Also bin ich 2 Tage dann gefahren. Okay. Also das würde ich jetzt nicht immer... Das ist schon eine ziemliche Monstertour dann, ja. Ja, das würde ich jetzt nicht wieder machen. Wenn wir in Porto spielen, würde ich natürlich auch das Flugzeug nehmen. Aber so, ich meine, die Eintracht spielt seit Ewigkeiten im Europapokal mal wieder. Und wenn ich dann ins Flugzeug steige, bin ich ungefähr so lange unterwegs, wie wenn ich im Auto nach Paderborn fahre oder so. Achso, okay. Das heißt, du musstest das auch richtig zelebrieren. Man ist jetzt auch am äußeren Rand. Ja, dann habe ich überhaupt kein Gefühl dafür, wie weit ich jetzt wirklich, weit ich wirklich weg bin. Und dann habe ich auch nichts von diesem Europa gesehen, wenn ich irgendwie da am Flughafen ausgespuckt werde, ins Stadion fahre und wieder zurück. Deswegen habe ich mir da echt Zeit genommen dafür. Und das hat auch Bock gemacht. Ja, cool. Das muss man sich natürlich auch die Zeit nehmen, das klappt nicht immer, nicht bei jeder Tour, aber in dem Fall hat es halt gut geklappt. Ja, klar, ja gut, man muss das natürlich dann auch immer irgendwie so mit der Arbeit und sonst was koordinieren natürlich. Ja.
Aber damals war es mir ein Bedürfnis. Ja, nee, cool. Gut. Das heißt, es gab jetzt nicht so den konkreten Anlass, dass du jetzt gesagt hast, ah, hier, ich Briefmarken sammeln, das ist zu langweilig, ich sammle jetzt Stadien, sondern Nee, das hat sich einfach wirklich ja. ergeben daraus, dass ich gern Fußball gucke und dann merkt man irgendwann, wie viele verschiedene Stadien man schon gesehen hat. Dann überlegt man sich, wo würde ich denn gerne nochmal hinfahren? Man sieht ja auch viel im Fernsehen oder so. Ja, und dann denkt man sich halt die ein oder andere Tour aus. Ja. Ja, mir geht's ja ähnlich. Jetzt halt, ich sag mal, ein bisschen in kleinerem Maßstab, vor allem was jetzt so die Quantität angeht. Also mein Ziel ist eigentlich immer so wenigstens ein Europapokal-Auswärtsspiel mit den Bayern pro Saison anzuschauen. Hat die letzten Jahre auch meistens geklappt. Ja, ich meine, das sind dann meistens natürlich dann halt so die großen Stadien, wo die dann halt unterwegs sind und wo man halt auch Tickets kriegt. Also ich bin dann Ja, jetzt gut. bin da leider schmerzhaft davon geheilt, zu irgendeinem Spiel zu fahren, ohne Ticket und dann mal so auf gut Glück. Ja, das ist ja halt auch, wenn die Naja. Entfernungen so riesig sind, ist das auch Kacke. Naja. Ja, und gerade mit Bayern ist halt immer schwierig, dass Karten ein rares Gut. Ja, klar. Ja. Ach so, was ich vielleicht noch erwähnen sollte, das ist jetzt nichts Zwanghaftes oder so, dass ich zu Fußballspielen fahre. Also es kommt oft genug vor, dass ich mir halt Sachen raussuche und dann überlege ich mir spontan, fahre ich oder fahre ich nicht. Also jetzt natürlich San Marino habe ich mir vorher überlegt, aber jetzt so andere kleinere Spiele, die ich mir raussuche. Also einfach so, wenn ich Bock drauf habe, dann fahre ich, wenn nicht, dann lasse ich sein. Ja. Das ist jetzt nicht so, ich muss mir irgendein Fußballspiel ansehen. Es muss mich auch immer ein bisschen interessieren. Also für irgendwas daran muss ich mich interessieren. Sonst ist es auch nichts für mich. Also ich kann mir jetzt nicht irgendwie so ein D-Jugendspiel irgendwo in der Pampa angucken, nur weil ich an diesem Sportplatz noch nicht war. Ja. Also irgendwie so irgendwas Spannendes muss ich daran finden. Ja. Also ich Ja. muss auch Lust haben. Ja. Verstehe ich sehr gut. Das ist zum Das Beispiel auch. freut mich. Ja, deswegen, ich gehe Endlich versteht eigentlich. mich mal einer. Ja, ich denke, da gibt es eine Menge da draußen, denen das ganz ähnlich geht. Das ist jetzt, wäre jetzt für mich zum Beispiel auch eine Ausnahme, dass ich jetzt dann da irgendwie rüber nach Mainz da auf die Bezirkssportanlage gehe, um den TSV Schott anzuschauen. Also ich gucke üblicherweise eigentlich jetzt so gut wie nie Amateurfußball. Da finde ich dann jetzt auch Okay, den wobei das Reiz. ist, also so Regionalliga, da schaffe ich noch so ein Interesse dafür zu finden, Ja, muss gut, ich das ist ja sagen. dann auch Regionalliga, das ist ja dann schon teilweise ja schon profimäßig und sowas. Also jetzt auch Genau, rein ja. vom Sport her. Also ich meine, ich muss keinen sehen, irgendwie, keine Ahnung, der in der A-Klasse irgendwie mit der Bierplauze da rumstolpert oder sowas. Ja, das kann ich selber. Ja, Das, okay, ich nicht. ja, gut, aber also, nein, ich meine, ich spiele natürlich, wäre selbst für die A-Klasse zu schlecht, das weiß ich auch. Ich bin der grausige Kicker. Aber naja, also das weiß ich nicht, jetzt irgendwie so Samstagmorgens oder Sonntagmorgens irgendwie hier so, keine Ahnung, auf den Ascheplatz gehen irgendwie oder irgendwelche Leute gucken, irgendwie noch die Nacht durchgemacht haben vorher oder sowas. Nee, das, also will damit sagen, wenn ich Fußball gucken gehe, dann eigentlich auch nur so meistens in den oberen Ligen. Ja, wir sind die Rosinenpicker. Ja, so, wenn du so willst, ja. Aber man muss ja auch nicht wahllos alles in sich hineinstopfen. Nein, gar Wenn wir nicht. jetzt bei Ach, aber dieser. es ist schön, wo man so rumkommt. Also, Ja, auf jeden Fall. ich war da schon an Orten, denen wäre ich ohne Fußball nie gewesen. Das ist schön. Gut, dann lass uns doch mal Über Fußball ein bisschen über den SVW sprechen, nachdem wir schon über reden. Fußball gesprochen haben. Genau. Wir wollen ja unserem Claim hier treu bleiben. Dein Claim, den hast du dir ausgedacht, da gab es noch gar keine Podcasts, glaube Ja, genau, aber das stimmt richtig. Den hatte ich ja, den hatte ich im Blog schon und in meiner Twitter-Bio hatte ich das, glaube ich, auch schon irgendwie lange drin stehen. Könnte man vielleicht auch mal irgendwie überarbeiten. Naja, egal. Das wird auf deinem Grabstein noch stehen, glaube ich. Also. Ach, du lieber Himmel. Er schaute manchmal Fußball und den Ja, genau. SVW. Ne? Genau, es gab ein paar Spiele in letzter Zeit. Nicht ganz so viel, derweil zwischendurch wieder eine Länderspielpause war, aber ein bisschen was können wir besprechen. Müssen wir auch nicht in aller Tiefe. Können wir teilweise auch gar Können wir auch nicht. teilweise auch gar nicht, weil wir gar nicht alles gesehen haben. Es gab die erste Runde, also für uns die erste Runde im Hessen-Pokal. Und zwar beim FC Bayern Alzenau. Es gibt
nicht nur den großen FC Bayern in München, sondern auch den kleinen FC Bayern in Alzenau. Falls das von unseren überregionalen Hörern, möchte ich es mal nennen, jemand nicht kennt, das ist da, ja, was ist denn das dann? Franken ist das, ne? Unterfranken. Gerade so an der. Das ist knapp an der Grenze, ne? Ja, es ist gerade so hinter der Landesgrenze rüber, dann halt in Bayern, also so kurz vor Aschaffenburg. Ja. Und die spielen wie auch Viktoria Aschaffenburg schon seit vielen Jahren in der Hessenliga mit. Einfach weil, ich meine, das ist eigentlich noch, gehört das noch so zum Rhein-Main-Gebiet, so der östliche Zipfel, kann man sagen. Von daher sind die meisten Gegner dann halt auch da, da bietet sich das an. Gut, die haben wir auch schon öfter mal getroffen im Hessen-Pokal. Ja, da war ich auch schon mal, deswegen bin ich dann auch nicht nochmal hingefahren. Ja, ich wollte eigentlich hin. Es war jetzt nicht so spektakulär dort. Genau, ich wollte eigentlich tatsächlich hin, weil ich noch nicht mir da dann auch. Ich glaube, ich wäre ja auch mitgekommen, wenn du gefahren wärst, aber dann so, ich mich dann doch nicht hinbewegt. Beim letzten Mal, wir waren da auch im Gästeblock und der war so ewig weit weg, dass man kaum was vom Spiel sehen konnte. Echt? Also es war auch ein bisschen nervig. Ja, da war so hinter einer Kurve, hinter einer Laufbahn noch und was weiß ich was, was da noch alles war, das war schwierig. Okay. Ja, dann habe ich ja nichts. Aber sie haben es ja auch ohne uns geschafft. Ja, mühevoll, genau. Es gab ein schlappes 1:0. Andrich war da der Torschütze irgendwann in der zweiten Halbzeit. Also haben sich wohl vorher, ich sag mal, redlich bemüht, aber irgendwie so die zwingenden Chancen fehlten wohl, wenn ich das so im Ticker richtig verfolgt habe. Und und nachdem sie das Tor dann halt mal geschafft hatten, haben sie es dann halt nach Hause gebracht. Oder hast du das anders wahrgenommen in der Berichterstattung? Ich hab ja auch nur den Ticker gelesen und die Berichterstattung danach beruft sich auf den Ticker. Also wir wissen es einfach nicht. Wir können da jetzt nichts Schlaues zu sagen, weil wir nicht dabei waren und wir es nicht gesehen haben. Mir reicht auch einfach das Ergebnis und gut ist. Also im Hessen-Pokal müssen wir jetzt nicht jeden 5-0 wegkloppen. Da reicht auch so ein gutes 1-0. Ja, gerade solche Partien hat mir. Also es ist eigentlich eher die Regel als die Ausnahme, dass man sich da eher ein bisschen durchquält. Also mindestens. Ja, hab ich nichts gegen. Solange man weiterkommt, ist wurscht. Ja, okay. Mindestens ein so ein Ergebnis haben wir eigentlich immer drin. Wenn es nicht sogar dann irgendwie einen. Ja, wir sind auch schon ausgeschieden. Ja, oft genug sind wir ausgeschieden. Wir sind ja nicht, weiß Gott, nicht jedes Jahr im Finale. Gut. Dann machen wir da einen Haken dran, wie es da weitergeht. Da sprechen wir gleich drüber. Mhm. Dann gab es dann am Samstag drauf ein Auswärtsspiel in Erfurt. Und nachdem Erfurt zu dem Zeitpunkt, waren sie da schon Tabellenletzter, zumindest waren sie auf jeden Fall auch schon ziemlich weit unten. Ja. War das eigentlich, Pflichtsieg klingt so hochnäsig, aber wenn man oben dran bleiben möchte, musst du dann halt auch da einfach mal gewinnen. Ja gut, wenn man das Spiel gesehen hat, war es auch ein Pflichtsieg, also die waren wirklich schon arg schwach, fand ich. Ja, du hast es komplett im Fernsehen gesehen. Ich habe erst in der zweiten Halbzeit einschalten können. Ja, es ist ja auch erst so richtig, was in der zweiten Halbzeit passiert. Ja, also es gab anfangs, glaube ich, ein paar Chancen, wo der Ball noch nicht rein wollte. Ja. Habe ich so gelesen. Und dann habe ich in der zweiten Halbzeit gerade rechtzeitig eingeschaltet oder gerade kurz vorher war irgendwie das 1-0 durch Schäffler gefallen. Das war kurz nach der Pause. Gibt es da noch irgendwas dazu zu erzählen zu diesem Tor? Ja. Ich versuche es mir gerade wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ich weiß nur noch, dass der sich so ein endlich Gefühl hatte, dass echt Zeit wurde für dieses Tor. Ja, er hat dann relativ bald, dann in der 62. auch noch ein zweites nachgelegt. Und damit sah es dann eigentlich schon ganz gut aus. Da dachte man dann, okay, das 2-0 auswärts und so mit der Defensivstärke sind ja auch quasi so die Innenverteidigung in Bestbesetzung angetreten mit Ruprecht Mockenhaupt. Das spielen die jetzt nach Hause. Aber dann kam haben wir es selber nochmal spannend gemacht. Nochmal spannend gemacht mit so einem bisschen kuriosen Tor, wo der Erfurter Spieler seinen Mitspieler irgendwie so steil anspielen möchte, so durchstecken, wie man so schön sagt, so durch die Abwehr. Ja, dann prallt er erst von Ruprecht ab, direkt auf Mockenhaupt, der den auch nicht mehr kontrolliert weiterspielen kann. Und von daher prallt er dann genau dem Spieler, der den Ball eigentlich ursprünglich kriegen sollte, genau in den Lauf. Und der trifft dann daher zum 1-2. Ja, ich habe live, hatte ich erst kurz gedacht, ob das ein zu kurzer Rückpass von Mockenhaupt war. Aber dann hat man ja gesehen, der konnte ihn einfach nicht mehr kontrollieren. Nee, das war alles aus relativ kurzer Distanz. Und dann ist das da so ein bisschen durchgeflippert. Ja,
Und dann gab es kurz danach, ja, da haben die halt natürlich nochmal alles probiert, nochmal Schwung gehabt. Gab es auch eine Szene, wo ein Erfurter Stürmer, ja, relativ ausrechtsreich da so aufs Tor zuläuft und Ruprecht ihn dann foult. Und jetzt hatte der halt vorher schon gelb und demzufolge war es dann eine gelb-rote. Ja, der hatte auch so ein beschissenes Gelb vorher, ne? Das Also erste, das war recht blöd, ja. das zweite Gelb war gut, der musste den irgendwie stoppen und normal ist es sein taktisches Foul und seine eine gelbe Karte, aber davor hat er sich, glaube ich, irgendwie mit so einem Erfurter angelegt in so einem blöden Rededuell und fast so ein Kopf-an-Kopf-Ding oder so und dafür dann beide gelb gesehen. Also diese erste gelbe Karte, die war wirklich einfach nur dumm, ja. Also da muss er einfach seine Klappe halten. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da dann genau ging. Das weiß er wahrscheinlich selbst Aber nicht mehr, aber das ist ja manchmal, ist er dann, neigt ja dann auch so zu einer, ja, ich würde sagen, so ein bisschen hitzköpfig ist er ja manchmal schon unterwegs. ja, also aber das war halt das Ärgerliche daran. Das Zweite, dass Ja. er den da irgendwie eigentlich stoppen muss und im Zweifel auch mit einer gelben Karte, ist eigentlich klar. Er darf Beziehungsweise halt auch diese mit erste nicht der, haben. ich meine, das ist ja dann eh kurz vor Schluss, das war irgendwie, weiß nicht, weniger als 10 Minuten noch zu spielen und ja, und da geht es dann um den Ausgleich, das ist klar, dass er, da muss er hin. Da muss er, im Notfall würde ich Ja. sogar sagen, muss er sogar Rot riskieren, wenn er den halt vorm Strafraum dafür noch stoppen kann. Also es ist vielleicht dann jetzt nicht unbedingt fair, aber so aus taktischer Sicht ist klar, dass er da hin muss. Also das werfe ich überhaupt nicht vor. Ja. Das Ding vorher, das war blöd, ja. So, aber es ging dann gut und wir kamen noch zu einem Konter und den dann Sebastian Mrowca dann abschließt mit dem 3-1 und damit war es dann erledigt, so 5 Minuten vor Abpfiff ungefähr. Also das heißt, die kurze Wackelphase so nach dem Anschlusstor und mit dem Platzverweis haben wir dann ganz gut überstanden. Ja, damit kannst du es natürlich auch schaffen, so einen ganz schlechten Gegner nochmal stark zu machen, ne? Ja. Aber das war dann schon der vierte Sieg in Folge. Schöne Zwischenspurt. Ja, mit dem Hessen-Pokal-Spiel eigentlich sogar fünf am Stück, ne? Richtig, genau, wenn man das dazu zählt, 5 Siege am Stück. Pflichtspiel ist Pflichtspiel. Ja, okay, ja, genau. Also in der Liga waren es dann halt 4. Und ja, und in diesen schönen Lauf hinein kam dann schon wieder die nächste Länderspielpause. Ja gut, für dich war es sehr schön, du warst ja unterwegs, Ich habe haben das wir ja Beste gerade draus gehört. gemacht. Ja. Ja, genau. Ich wäre auch mit dem SVW nach San Marino gefahren. Du bist ja noch nicht mal mit dem SVW nach Düsseldorf gefahren. Konntest ja nicht, du warst ja unterwegs. Okay. Genau, da gab es nämlich dann 2 Testspiele. Das haben sie im Prinzip genauso gemacht wie beim letzten Mal. Ein Testspiel auswärts am. Ah ne, diesmal war es, glaube ich, ich glaube, es war donnerstags. Letztes Mal war es, glaube ich, irgendwie freitags oder irgendwas, wo sie gegen Braunschweig gespielt hat. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, da waren sie diesmal bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Irgendwie so auf dem Nebenplatz da von der, wie heißt das Ding? Esprit Arena oder so? Heißt das noch so? Ja. Ja. Haben da In dem Stadion 2-1. habe ich noch nie ein Tor gesehen, aber schon Eurovision Song Contest. Ha, ich war einmal da und Ich war auch einmal da, aber es ist kein Tor gefallen. Ja, aber warte mal, das war da nicht in dem Stadion. Da hatten die doch dieses komische Ding da aufgebaut, da dieses temporäre Teil da, oder? Ja, also ich hab den Song Contest da gesehen, ich habe aber auch ein Spiel in dem Stadion gesehen, als der, ich weiß gar nicht, ob es davor oder danach war, aber schon ein reguläres Spiel in dem Stadion. Also, okay. Losgelöst voneinander, aber es ist halt 0 zu 0 ausgegangen. Naja, okay, gut. Na, ich habe da einen 5-0 gesehen damals. Oh. Von den Bayern in Düsseldorf, als Düsseldorf da mal in der ersten Liga war. Und das war auch das Schlimme vorletzte Zeit. Mal, dass ich regulär, was heißt regulär, also über Bayern direkt Karten für ein Auswärtsspiel bekommen habe. Also ein Bundesliga-Auswärtsspiel. Kannst du ausrechnen, wie lange das her ist. Ach ja. Ja. Egal. Ja, Also, können wir auch wieder nicht viel zu sagen, ne? nö, ich glaube, Beide nicht gesehen. sie lagen zurück und dann haben sie das Spiel noch gedreht. Das ist ja auch mal ganz nett. Ich habe mir die Torschützen jetzt hier auch gar nicht notiert. Ist auch nicht so wichtig. Dann gab es noch ein weiteres Testspiel gegen den VfB Ginsheim. Dann am Dienstag drauf, hier auf dem Hallberg. Das war wohl ein munteres Scheibenschießen. Ja, es war erstaunlich zu lesen, dass sie irgendwie 3 Tore kassiert haben gegen einen Hessenligisten, Ja, ne? genau. Fünfte Liga. Dass sie dann da irgendwie so sich da 3 einschenken lassen. Aber gut, wir haben es halt auch jeweils wieder ausgeglichen und später dann noch ein paar mehr gemacht.
Ich glaube, ja, genau, anfangs lagen sie, glaube ich, mal zurück, ne? Irgendwie dann Ich aber glaube, sie mal, lagen am Anfang ich zurück, glaube, ja. alles 1-0 irgendwie, aber ich glaube dann irgendwie 3-1, 3-2 und so weiter. Und dann hatten sie sich abgesetzt. Ich glaube, dann am Ende war es dann ein 6-3. Die letzten drei Tore hat der eingewechselte Vibudulu geschossen. So viel habe ich mir gemerkt. Ich glaube, Breitkreuz hatte auch eins. Ja, also Stefan oder Stefanie, ich glaube, der hat ja so ein Axor da hinten auf dem E, ne? Stefanie Vibudulu ist. Ich hoffe, der hat irgendeinen Spitznamen, mit dem man darüber hinwegkommt. Den müssen wir mal fragen, ne? Müssen wir mal Ja. gucken, ob wir uns mal wieder irgendwie. Beim nächsten Testspiel, da gehen wir mal wieder hin und dann machen wir mal ein kurzes Interview mit dem Ja. jungen Mann. Müssen wir mal fragen, wie wir den erstmal, wie wir ihn richtig aussprechen und wie wir ihn dann abgekürzt nennen können. Ja, wobei damals unser Joe, der war ja ursprünglich gar nicht so Stimmt, glücklich mit ja. seinem Spitznamen, hörte man mal so, dass er das gar nicht gut fand mit dem Joe. Was hat er denn lieber gehabt? Ja, keine Ahnung. Dass wir ihn bei vollem Namen nennen, da kommt man ja wirklich, José das ist Pierre. ja. Egal. Ja, also der ist jedenfalls wieder mit von der Partie. Gut, dann gab es jetzt am letzten Samstag mit dem Heimspiel gegen den SV Meppen wieder ein Ligaspiel. Ja, das war nicht so erfreulich. Nee. Und zwar, weil du im Familienblock sitzen musstest. Ja, du hast es mir ja eingeredet, dass wir so einen Familienblock-Fluch haben. Ja, wir waren zusammen einmal im Familienblock Ja. und das war ein Katastrophenspiel. Das war damals das 0-3 gegen Chemnitz im letzten Jahr. Ja, ich weiß gar nicht, wann ich davor war. Ich glaube, ich einmal. Das war so ein langweiliges 0-0 oder so. So. Aha, du hast also schon eine Tradition. Ja, ich glaube ja eigentlich nicht an so einen Scheiß. Deswegen bin ich da auch ganz unvoreingenommen hingegangen. Muss man auch nicht dran glauben, das weiß man ja. Okay. Gut, also, es lag also nicht an deiner Anwesenheit im Familienblock, aber es ist schon auffallend, dass es wieder einen, ja, zumindest die erste Halbzeit war eigentlich ziemlich kacke, da ging gar nichts irgendwie. Ja, da ging nicht viel. Normalerweise gehst du dann irgendwie mit einem 0-0 in die Halbzeit und kommst dann frisch wieder. Leider haben wir uns einen gefangen. Ja, genau. Also es gab vorher so ungefähr eine halbwegs aussichtsreiche Chance, als Scheffler da mal irgendwie ein Zuspiel im Strafraum annehmen kann und den irgendwie so in die Mitte legt, aber dann Breitkreuz den Ball irgendwie nicht am Torwart vorbeikriegt. Irgendwie da so Ja, die sind da hängen. mit mehreren dran rumgestolpert und es ging Genau, so aber irgendwie nicht am rumgestochert, Torwart vorbei. Ja. aber Domaschke, unser ehemaliger Keeper, hat da ja, den Ball dann irgendwie noch zu krallen gekriegt. Ja. Genau, und dann ein schöner Konter kurz vor der Pause, so irgendwie, weiß ich, 3, 4, 5 Minuten vor der Pause. Mit ein paar Diagonalpässen, Bums, waren die vorm Tor und ja, unsere linke Abwehrseite war irgendwie ziemlich verwaist. Irgendwie, da waren Notnagel und Rettemann auch als Innenverteidiger, der dann für Ruprecht spielen musste, der gesperrt war. Die fehlten da irgendwie allesamt. Und Minzel, der spurtete noch zurück und versuchte da noch was zu machen, aber konnte da nicht mehr Na richtig gut, der eingreifen. war ja als Offensiver aufgestellt. Genau. Ah, übrigens auch wieder zurück nach Verletzung, genau, haben wir vorher nicht erwähnt. War auch in dem Testspiel. Ah, richtig, der hat sogar ein Tor geschossen gegen Kinsheim. Hätte er mal lieber eins gegen Meppen geschossen. Ja, aber gut, da glaube ich, ging gar nichts. Also auch von Minzel hast du gemerkt, der war noch nicht. Also da fehlt auch noch vor allem so die Präzision irgendwie. Ich glaube, da kam keine einzige Flanke an, ne? Auch jeder. Ja, und sie haben so viele Ecken und Freistöße gekriegt. Also Schiri hat ja wirklich zuverlässig alles gepfiffen, Ja. was da passiert ist. Und sie hatten so viele schöne Chancen für Freistöße und Ecken. Ja. Ja, es gab ja dann auch tatsächlich noch ein paar andere Chancen dann, also richtig, eigentlich sehr gute Chancen dann in der zweiten Halbzeit. Also Ja. die waren dann deutlich besser. Der zweiten Halbzeit kann man denen eigentlich nicht viel vorwerfen, außer dass sie halt das Tor nicht gemacht haben. Ja, genau. Also ich glaube, allein dreimal auf der Linie gerettet. Ich glaube, zweimal nach Kopfball von Scheffler. Und dann eigentlich die größte Chance, wo ich glaube auch wieder Scheffler dann den Ball zurücklegt, irgendwie so in den Strafraum hinein. Und da kommt dann Diawosi, der wurde eingewechselt, Ah, kommt das an. war komplett ärgerlich. Und statt dass er irgendwie
vielleicht eine Sekunde irgendwie noch verzögert, oder was heißt eine Sekunde, so ein Zehntelsekunde einfach verzögert und mal kurz guckt, wo ist Platz, und dann irgendwie aus der Distanz einschiebt einfach, hält er einfach drauf und trifft dann halt genau den langen Vidovic, den wir auch noch kennen. Er wollte die Leute halt irgendwie mit ins Tor zimmern, das hat nicht ganz Ja, geklappt. na, dafür ist der zu groß. Der hat es Ja. ausgehalten. Also der trifft nur den Verteidiger, Ball geht nicht rein. Ja, das war sehr, sehr ärgerlich. Da war ich richtig gefrustet danach. Ja, absolut. Ich fand, es gab einen klaren Knackpunkt, wo das Spiel besser wurde bei uns. Das war kurz nach der Halbzeit die doppelte Ein- und Auswechslung. Ja. Also da sind Diawusi und Mbuyuwa gekommen. Genau. Und ich fand, also das hat sich eigentlich richtig gelohnt. Also natürlich nicht in Toren ausgezahlt, aber ich fand, ab dem Moment wurde es eigentlich richtig gut. Das war eigentlich auch das, Bis kurz vors Tor. da waren wir uns alle einig, als wir so in der Halbzeitpause diskutiert haben, was denn jetzt eigentlich passieren muss, und waren uns Ja. eigentlich einig, musst jetzt halt Offensive wechseln und den Notnagel rausnehmen, Minzel dafür nach hinten, dafür einen Offensiven auf den Flügel bringen. Da war es uns dann relativ wurscht, ob jetzt da Müller oder Mvubududu oder Diawusi an der Stelle. Ja, und mit Breitkreuz da vorne waren wir auch nicht richtig glücklich, und genauso wurde auch gewechselt tatsächlich. Ja, er hat sich auch ge also die beiden waren ja auch richtig stark dann. Ja, genau. Also die haben auf jeden Fall Also weil Schwung wir haben es in der reingebracht. ersten Halbzeit ja nicht hingekriegt, irgendwie mal in den Strafraum zu kommen oder so, und dann waren wir da eigentlich ständig. Ja, gut, war natürlich dann auch insgesamt eine ganz andere Einstellung, ne? Das war vorher irgendwie, das war so, ja, War irgendwie so gar nichts, ne? weiß ich auch nicht, das hat man das nicht letztes Mal auch so, dass irgendwie so nach der Länderspielpause, weiß ich auch nicht, da kam es irgendwie so raus, du denkst du, genau, da hatten sie doch dann irgendwie auch einige Tore da geschossen. Da war da dieses 9:1 gegen Alzenau, und da denkst du, okay, jetzt haben sie endlich mal wieder das Toreschießen gelernt, und dann war dann in dem, Michi, so war denn das Spiel? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber auf jeden Fall haben wir auch nicht gewonnen. Naja. Ja, ich weiß auch nicht, ob man da jetzt irgendwas ableiten kann. Ja. Aber hoffen wir mal, dass er jetzt dann vielleicht wieder ein bisschen besser dann, weiß ich, dann so mit dem Wochenrhythmus dann im Schwung sind. Jetzt geht's am Samstag nach Würzburg. Ja, gucken wir mal vielleicht Ja. erstmal einen Blick auf die Tabelle mal kurz. Da haben wir nämlich, ja, ärgerlicherweise sind die drei da vorne, lassen sich nicht aufhalten in ihrem Lauf, ne? Das ist richtig anstrengend. Die gewinnen eins nach dem anderen. Ja, also sowohl Paderborn, Magdeburg als auch Fortuna Köln, die ja noch so am ehesten als Überraschung gelten. Ja, wobei Paderborn auch so ein bisschen, nachdem die ja eigentlich ja, dem Tod da von der Schippe gesprungen sind, dass die jetzt so stark zurückkommen. Das ist schon erstaunlich, aber hat man ja letztes Mal auch schon thematisiert. Ja, Und die wobei so ein gewinnen bisschen wirklich. hatten wir es ja geunkt, so dass die ja immer eine Extremsaison spielen. Ja, das stimmt, ja. Ja, das war auch jetzt am Samstag blöd, weil sowohl Magdeburg als auch Fortuna Köln hatten ja beide schon am Freitagabend gespielt und gewonnen. Und bei Paderborn, da stand es ja schon noch ein paar Minuten, haben die ja schon geführt. Ich glaube, da war es ja dann zur Halbzeit schon 5-0 oder irgend sowas. Ja, das war dann auch nicht so schön zu sehen auf der Anzeigetafel, ne? Das heißt, da war die, und dann steht es dann hier bei uns 0-1, und du weißt ganz genau, jetzt musst du richtig ochsen irgendwie, um das Spiel zu drehen. Und selbst wenn du es schaffst, kannst du gerade mal dann den Abstand nur halten. Also es ist dann irgendwie, ich weiß nicht, ob die Ja. Spieler dann tatsächlich auf die Zwischenstände gucken oder ob denen das dann irgendwie ein Thema ist, aber ich sag mal so, für uns aus Fanwarte war das schon irgendwie ein bisschen frustrierend. Aber gut, so ist es. Ich meine, die Saison ist noch lang. Und wir müssen ja jetzt auch nicht zwingend jetzt auf den Aufstiegsplatz, aber wenn man halt so da oben mit dabei ist, dann klar, man möchte Es natürlich. ist trotzdem hart zu sehen. Also wir spielen ja eigentlich eine gute Saison bisher und Ja. dann hast du drei da vorne, die echt irgendwie alles weghauen im Ja, Moment. also da kommen, also ich meine, die werden sich auch noch Punkte lassen, aber Ja, im Moment ist es frustrierend zu sehen. Natürlich, es kann ein paar ob sie Wochen alle sieht es wieder drei anders aus. jetzt dann irgendwie so ihre Krisen dann da kriegen, wir schauen mal. Ja. Ja, naja, jedenfalls ist jetzt der Abstand wieder ein bisschen größer. Wir haben jetzt 4 Punkte Rückstand auf Fortuna Köln, sind weiterhin auf dem vierten Platz. Unterhaching ist jetzt ein bisschen rangerutscht. Die sind nur noch einen Punkt hinter uns. Und dann kommt wieder so eine kleine Lücke dann von 4 Punkten. Und dann ab da fängt dann eigentlich so, ja, der Rest der Liga an, sagen wir mal. Meppen hat sich da jetzt bis dahin geschoben mit 18 Punkten. Ja, dann
Rostock. Karlsruhe hat sich mittlerweile auch ein bisschen aufgerappelt. 15. Sonst noch irgendwas Interessantes? Naja. Wir haben immer noch die wenigsten Gegentore. Das stimmt. Wir sind mit 8 immer noch die wenigsten. Rostock hat auch erst 9. Das sind auch die einzigen anderen, die noch einstellig sind. Die haben aber auch erst 11 geschossen. Also die sind auch mit die wenigsten eigenen Tore. Ganz, ganz minimale. Nach 12 Spielen 11 zu 9 Tore, das ist irgendwie auch schon traurig, ne? Naja. Ja, so ganz unten im Tabellenkeller, gerade so über dem Strich ist Preußen Münster, die auch nicht so richtig vom Fleck kommen. Bremen, auch nur einen Punkt mehr. Die wandern auch so langsam nach unten, nachdem die ja Ja, die ziemlich stark fallen jetzt so ein bisschen gestartet runter. waren. Ja. Ja. Und ja, Osnabrück auch sehr schlecht. Die haben mittlerweile auch einen Trainer gewechselt. Auf 19, Würzburg auf 18. Wie eigentlich alle da unten Trainer gewechselt, oder? Ja, und Erfurt jetzt auch kürzlich, ne? Die sind jetzt Ja. Tabellenletzter, die haben 9 Punkte. Die haben, ja, Stefan Krämer entlassen. Ist da Schade, schon. den mochte ich immer. So. Ja, der Jetzt ist. ist es raus. Ja. Osnabrück, ich meine, das ist ja auch bemerkenswert, die haben ja da den Joe Ennox, der war ja bei denen auch irgendwie schon eine Institution, ne? Der ist, weiß ich, glaube, seit 20 Jahren oder irgendwas bei denen im Verein, der ist, glaube ich, Rekordspieler. War jetzt auch schon ein paar Jahre der Trainer und so weiter. Also das, ich meine, von dem trennst du dich jetzt ja auch nicht ganz, vielleicht nicht ganz so leicht wie jetzt von irgendjemandem. Ja. Von daher, aber gut. Da ist die Panik dann meistens doch Ja. größer als irgendein Zusammenhalt. Ja, Stichwort Würzburger Kickers, das ist nämlich jetzt unser nächster Gegner am kommenden Samstag in Würzburg, Samstag 14 Uhr. Ja, was erwarten wir da? Jetzt haben wir wieder eine Mannschaft aus den unteren Regionen. Hat uns nicht immer so gelegen. Nee, ich hoffe, es passiert nicht das Gleiche wie in Karlsruhe, dass wir die aufbauen sozusagen. Ja. Wäre natürlich schön, wenn das Gleiche passiert wie in Erfurt, wo wir zusammen verhältnismäßig souverän gewonnen haben. Ja. Aber ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich da erwarten soll. Also ich habe jetzt von Würzburg jetzt auch mir jetzt keine anderen Spielzusammenfassungen angeschaut. Also ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie die jetzt gerade so spielen. Ja, wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit und dann fallen halt auch die Tore endlich mal wieder, dann haben wir schon eine Chance, da auch mal wieder 3 Punkte Ja. zu holen. Was natürlich wichtig ist, sowohl Ruprecht als auch Andrich, der wegen der fünften Gelbe jetzt auch am Samstag gesperrt war, die Ja, kehren beide beide. dann zurück. Und das ist auf jeden Fall wichtig, Höchst weil vermutlich beide in die Startelf, würde ich mal so behaupten. ja, da gehe ich fest von aus. Weil so das Duo Ruprecht Mockenhaupt eigentlich schon eine ziemliche Bank war bisher. Und ja, Dams, der war, ist jetzt zum Glück gerade rechtzeitig wieder fit geworden. Wurde dann zwar ausgewechselt, aber er hat zumindest von Anfang an gespielt, aber den hat er dann auf der 6 gebracht. Ja, der wurde ja auch nur ausgewechselt, weil dann zu dem Zeitpunkt brauchte man ja dann keine 2 Sechser mehr. Ja, genau. Braucht man dann, ja, dann kam dann Blacher, der war dann etwas offensiver, genau. Ja, und Andrich, denke ich, ist da im Zentrum auch wichtig, also der wird sicherlich auch wieder von Anfang an spielen. Also der Spielaufbau, daran hat es so ein bisschen gehapert, der jetzt auch am Samstag, dafür ist er, glaube ich, sehr wichtig. Und Ja. vielleicht auch eine Alternative für die Freistöße, wenn ich da so an Alf denke. Also Auch dann haben wir das, da ja. irgendwie einen mehr, der das vielleicht mal übernehmen kann, wenn es beim anderen nicht so doll klappt. Interessant. Das fiel mir auch auf, dass halt auch so im Spielaufbau, dass er offensichtlich mehr fehlte, als ich es eigentlich gedacht hätte, weil ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass er zwar sehr kämpferisch und so weiter da so im Zentrum unterwegs ist, aber dann so im Spielaufbau, ja, doch noch mehr kommen könnte. Aber offensichtlich das, was er üblicherweise leistet, das fehlte dann doch tatsächlich dann auch am Samstag. Ja, Aber es war das, diesmal deutlich schlechter als sonst. ja eben, ja. Ja. Ja, von daher gut, dass der wieder mit dabei ist. Ja, dann Funk spielt offensichtlich gerade keine Rolle. Wenn der jetzt auch selbst bei der Personalkonstellation jetzt am Samstag nicht kam. Und mit Ja, Blacher, da gut. bin ich auch nicht so richtig schlau, ne? Ja, Das gut, ist verkackt. Funk kam halt einfach nicht, weil wir 3 Offensive gebraucht haben. Ja, nee, ich Bei meine dem auch, aber Spielstand. Also hätten wir 1-0 geführt, dann wäre Funk gekommen. hätte auch von Anfang an ja eventuell spielen können, was weiß ich, Ja, klar. zum Beispiel Dams in die Innenverteidigung und dafür Das dann habe ich mir Funk eher auf der noch so 6, das gedacht, wäre auch noch eine Variante, ja. aber der ist scheinbar nicht gar so
angesagt beim Trainer momentan. Und Blacher, der kommt auch so häufig, dass der nur eingewechselt wird, ne? Das ja, ist, also ich fand es neulich bei dem, was war das für ein Spiel, war das das Spiel in Lotte oder so? Da fand ich, da hat der Telekom-Kommentator so arg darauf rumgeritten mit Blacher, so, oh, was hat Blacher seinem Trainer nur getan und so, also so ganz dramatisch. Aber so, ja, also Samstag fand ich ihn auch so, komisch, ja, dass er ihn dann halt so spät dann auch erst bringt und so. Ja, also als Kapitän, am Anfang fanden wir es komisch, dass er ihn immer ausgewechselt hat als Kapitän. Jetzt wird er immer nur so für den Schluss reingeworfen. Ja, mal gucken. Vielleicht hat er auch, weiß ich nicht, irgendwie, dass er nicht 100% fit ist oder sowas. Das wird ja manchmal nicht so an die große Glocke gehängt, wenn da jemand irgendwas mit sich rumschleppt oder so. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt nur gerade. Ja, es ist natürlich nie ideal, wenn irgendwie wenn du den Kapitän nicht auf dem Feld hast. Also wenn dann irgendwer der Ersatz ist. Und ich weiß gar nicht, wer ist denn Vizekapitän? Wer hatte denn jetzt? Weil du hast dann irgendwie immer verschiedene, ne? Ich weiß nicht, ob Ruprecht dann der Vize wäre, dann hast du irgendwie Kolke, Alf oder so, dann hat es immer irgendwer anders. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so entscheidend ist, weil ich meine, die Spieler, die so den Ton angeben, also quasi, ich weiß nicht, die Abwehr dirigieren oder sonst irgendwie so bestimmte Kommandos auf dem Platz, das machen die ob mit oder ohne Binde. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht so das ausschlaggebende Kriterium. Ja, es ist natürlich nicht ausschlaggebend über Auf- oder Abstieg, aber es ist trotzdem schon, also es ist nicht ideal. Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt in Würzburg, das haben wir schon öfter mal gesehen, jetzt, dass wir in den Heimspielen mit zwei echten Stürmern gestartet sind, wobei das so mit Breitkreuz auch nur so, naja, so richtig glücklich bin ich mit dem Herrn immer noch. Der überzeugt mich auch leider gar nicht. Ich meine, manchmal hat er schon so Aktionen drin, wo er dann irgendwie doch mal ganz gut den Ball festmacht und ablegt oder sowas, aber jetzt zum Beispiel am Samstag hast du jetzt eigentlich auch von ihm nichts gesehen. Ich meine, jetzt kürzlich gegen Groß Asbach, aber da waren sie alle gut. Da hat er leider sein Tor nicht gemacht. Ja, das wäre auch mal schön gewesen. Ich glaube, das hätte ihm auch mal gut getan. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt, dass Rehm jetzt am Samstag dann beim Auswärtsspiel vielleicht wieder etwas defensiver, also sprich mit Blacher dann so halt als hängende Spitze hinter Schäffler wieder beginnt. Ja, würde ich auch lieber sehen, ehrlich gesagt. Dann auf den Außen, mal gucken, was er da macht. Also Andrist war gegen Meppen überhaupt nicht zu sehen. Also da ging überhaupt nichts über die rechte Seite. Nee. Da könnte man vielleicht auch mal mit, hätte es auch gar nichts dagegen, wenn man mit Dio wie sie mal zum Beispiel beginnt. Oder im Vibududu, je nachdem, wie fit der jetzt schon wieder ist nach der Verletzung. Muss man mal gucken. Naja, mal schauen. Ja. Ja, aber ich gehe ja davon aus, und da kommen wir auch schon zum nächsten Spiel, das ist dann nämlich kommende Woche, Dienstag, das Pokalspiel gegen den FC Schalke 04. Da gehe ich davon aus, dass Andrist wieder groß auftrumpft. Ich glaube, das ist so einer für die großen Spiele, wenn er sich so ins Rampenlicht stellen kann. Ja, ich glaube schon. Der hat auch gegen Aue doch auch schon getroffen. Da nagel ich dich drauf fest. Ja. Da nagel mal. Ja, Schalke. Schalke. Freust du dich schon? Wer ist eigentlich Schalke? Wer ist Schalke? Ja, genau. Nie gehört. Ja, also ich freue mich schon, natürlich. Bin mal gespannt, was da so passiert. Also ich kann es mir auch in alle Richtungen vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass wir einfach nach kurzer Zeit schon so hinten liegen, dass wir alle Kopf hängen lassen und sagen, na gut, dann halt nicht. Nummer zu groß. Aber es kann auch ein gutes Kampfspiel werden, glaube ich. Ja. Also ich kann es mir wirklich in alle Richtungen vorstellen. Ja, also. Aber erstmal wird es spannend, überhaupt mal wieder ein ausverkauftes Stadion zu haben. Also ich sehe schon die Überforderung in den Augen der Bratwurstverkäufer. Das sowieso, ja. Auch die Einlasskontrolle wird sicherlich auch ein Krampf. Also wird man sich im Block nicht bewegen können? Ich plane ja eigentlich eine Stunde vor Anpfiff durch den Eingang schon gegangen zu sein, aber ich fürchte, das könnte noch fast zu knapp bemessen sein, irgendwie, weil ich ahne fürchterliche Schlangen und dann werden sie sicherlich auch streng kontrollieren wollen. Ne? Ich bin mir sicher, dass es eine kollektive Überforderung gibt. Naja, ich meine, gut, sie haben jetzt lange genug Zeit darauf, sich vorzubereiten, aber. Ja, das heißt ja nichts. Das heißt ja nichts. Und manchmal schaffen sie es ja schon irgendwie, keine Ahnung, wenn mal mehr als 3000 Leute kommen, dass dann schon überhaupt nichts mehr geht. Ne? Genau.
Mal gucken, ob sie wenigstens auf die Idee kommen, alle Kioske aufzumachen. Das gab es ja schon lange nicht mehr. Na gut, das werden sie wohl haben. Ja, gut, da haben wir sogar mal alle Blöcke auf dann. Ja, Oder die sie dürfen. sogar mein guter alter N5, den ich früher stand, ist mal wieder offen. Ne? Wahnsinn. Ja. Ja, Ja, aber ausverkauftes Haus. was glaubst du, wie das Spiel laufen wird? Ja, also ich denke mal, dass die unseren sehr, sehr oder versuchen werden, sehr, sehr konzentriert in der Defensive zu stehen und dann halt mit schnellen Kontern dann irgendwie den einen oder anderen im Nadelstich zu setzen, wie das immer in diesen Spielberichten so heißt. Also sprich, wenn man mal einen Ball hat, dann mit Höchsttempo halt nach vorne, weil sobald Schalke Zeit hat, sich irgendwo zu sortieren oder sowas, hast du wahrscheinlich keine Chance, da durchzukommen. Also dafür sind dann einfach zwei Ligen Unterschied. Und auch Schalke ist ja auch in der Bundesliga jetzt keins von den schlechten Teams einfach zu viel. Also ich glaube nicht, dass die so in direkten Duellen viel ausrichten können. Nee, aber also ich Ich hoffe denke, du und kannst ich einfach glaube, nur gucken, dass dass sie du sich irgendwo in mal eine alles Lücke erwischt. reinwerfen, Ne? was kommt. Ja. Ja, genau. Also das ist so, ich meine, klar. Und da muss man natürlich schauen, dass du den Gegner halt möglichst weit weg vom Tor hältst, weil wenn die erstmal dann Gelegenheiten haben, da irgendwie, was ich, Flanken reinzubringen oder abzuschließen irgendwo so auch, so ab 16er Grenze oder irgend sowas, dann wird's schwer. Also ich meine, da haben die so Leute so wie der Burgstaller, der sich da auch da mit seinen, weiß nicht, der ist auch recht groß und kräftig, der schmeißt sich dann da auch da rein. Also das könnte ein schöner Kampf werden für den Herrn Ruprecht. Ja, da mal endlich mal einen aus seiner Größe und Ja, Gewichtsklasse. aus seinem Kampfgewicht, ja. Ja, Ja, also ansonsten. ich habe so eine Horrorvision, wie es bitte nicht laufen soll. Das wäre, dass wir ein frühes Gegentor kriegen und dann zieht sich irgendwie Schalke zurück und wir rennen an wie die Doofen und verausgaben uns voll und es führt alles zu nichts. Und dann kriegen wir im Zweifel noch kurz vor Schluss das 2-0 oder es geht halt dann 1-0 aus. Das wäre so das Dümmste, was passieren kann, glaube ich. Ja, Weil glaube ich noch nicht mal. dann kämpfen wir uns und rennen uns so den Arsch ab und alles für nix und dann kann man am Ende sagen, ja, wir haben gut dagegen gehalten, aber dann macht Schalke nichts mehr nach vorne und nimmt das irgendwie so mit heim und dann ist auch der Fokus so weg auf die Liga und man denkt, oh, gegen Schalke nur 1-0 oder 2-0 verloren oder so. Und das ist alles irgendwie so für nichts gewesen. Also dann entweder lieber gleich am Anfang so in Rückstand, dass wir sagen können, okay, komm, das ist halt wirklich eine andere Liga. Oder es eben lange 0-0 halten oder vielleicht sogar irgendwie in Führung gehen. Und dann geht richtig was, ja. Ja. Aber so ein Gewürge und Schalke spielt da nicht richtig und wir können nichts. Das wäre so meine Horrorvision. Also ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, würde dann passieren, wenn die mit zwei Toren führen. Solange die, glaube ich, nur mit einem Tor führen, Schalke, kann ich mir nicht vorstellen, dass die dann schon sagen, okay, wir verwalten das jetzt den Rest. Ja gut, aber dann selbst dann gehen die schon nicht mehr so drauf, wie sie es bei einem 0-0 machen. Ja, vielleicht, ja. Ja, ich meine, ideal wäre natürlich so das Traumszenario, wie wir es gegen Aue halt hatten. Früh ein Ja, das war Tor ja, das ist oder ja früh kaum. zwei Tore. Das war natürlich perfekt. Also schöner kann man sich ja gar nicht malen. Ne? Da lief ja alles Ja, und dann auch ein Gegner, der einfach nicht zurückschlagen konnte. Also gut. Ich meine, das kriegen wir so natürlich nicht. das Schalke jetzt natürlich, ich meine, das war auch am Anfang der Saison und bei Aue lief es ja auch bis dahin ja schon nicht, die paar Spiele, die bis dahin gemacht hatten. Dann hatten sie ja noch das Nachholspiel gerade unter der Woche dann in Heidenheim. Ja, und Schalke ist jetzt natürlich in einem ganz anderen Rhythmus. Ja, bei Schalke war es jetzt so wie gedacht nach der Auslosung. Die waren jetzt irgendwie so schon in so fünf angedeuteten Krisen und dann doch immer wieder gewonnen und so. Also da weiß man auch wieder überhaupt nicht, was man kriegt. Das stimmt, ja. Also das Ergebnisse sind bei denen noch ein bisschen wechselhaft. Lass mich gerade mal schauen. Ja, die hatten anfangs. Ging gleich mal gut los, irgendwie mit dem Heimsieg gegen Leipzig. Dann aber wiederum in Hannover verloren. Gut, gegen Stuttgart und gegen Bremen zu gewinnen, das war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon fast Pflicht, kann man so sagen. Dann haben sie gegen Bayern ziemlich sang- und klanglos 0-3 verloren. Bei dem Spiel war ich ja, das war, als der Micha in Lotte war an dem Abend, da war ich ja auf Schalke. Und danach dachte ich, ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das der letzte Sieg unter Ancelotti sein würde. Weil da dachte man eigentlich, okay, ja, bei Bayern lief es ganz ordentlich. War jetzt nicht überragend, aber schon ganz gut. Haben sie ganz, ganz souverän gemacht. Und bei Schalke ging da, ich meine, klar, später hatten sie noch so ein bisschen was und anfangs ein, zwei Situationen. Aber jetzt, also insgesamt dachtest du irgendwie, boah, das ist schon ziemlich mickrig, ne?
Also jetzt natürlich, klar, im Vergleich zu Bayern, das ist jetzt natürlich kein Maßstab jetzt für den Ja, klar. SVW. Ja. Aber Schalke ist ja so, die stellen ja immer gleich nach einer Niederlage dann auch alles in Frage. Ja, gut, ich glaube bei einer Niederlage gegen Bayern vielleicht noch nicht unbedingt, aber dann kam dann auch dann gleich drauf Niederlage noch gegen Hoffenheim. In Leverkusen dann nur unentschieden und jetzt haben sie mal wieder gewonnen, 2-0 in Berlin. Ja. Also richtig viel ableiten kann man daraus auch nicht, ne? Ja, Aber eher so, dass es halt so ein Tagesform-Ding auch ist, ne? ja. Also wenn die in ihrer Höchstform spielen, dann brauchen wir uns da überhaupt keine Illusionen zu machen. Nee, klar, also ich meine, ich würde mal so sagen, so bei, wenn man das Spiel jetzt vielleicht 10-mal spielen würde oder sowas, da kommen wir vielleicht einmal weiter oder sowas, ja. Also aber gut, es kann natürlich immer sein, dass es gerade dieses eine Spiel halt eben ist, ne? Das ist ja das Schöne am Fußball, dass da auch, anders als in manchen anderen Sportarten, wo dann halt ein klar besseres Team sich dann auch weiß ich, vielleicht in 99 von 100 Fällen durchsetzt oder sowas, und das hast du da doch noch ein bisschen andere ja, Wahrscheinlichkeiten dann da drin. Ja, er muss ja eigentlich auch die saudumme Phrase dann bemühen, wir können dann nur gewinnen. Ja, eigentlich schon, ne? Also ich meine, Wenn wir ausscheiden, ist alles normal. genau, die Rollen sind da klar verteilt, anders als jetzt ja bei dem in der ersten Runde da gegen Aue, wo ja tatsächlich ja sogar die Auf einmal waren wir Wettanbieter uns Favoriten. leicht favorisiert hatten, ja, und ich auch Zu tatsächlich, Recht, zu Recht. ja, und ich hatte auch tatsächlich selbst auch ein ganz gutes Gefühl und wurden ja da bestätigt. Ja, ich hoffe nicht, dass wir jetzt wieder bestätigt werden, weil jetzt habe ich eigentlich keine große Hoffnung, aber eine kleine natürlich immer, logisch. Und eigentlich wollten wir ja ins Finale, ne? War ja der Ja, Plan. was heißt wollen? Das ist ja schon fest. Also wir haben Ja, ja die stimmt. Trainerzusage. Das ist, Ja. wir haben alles auf Band. Ja, richtig, genau. Ja. Kann man nachhören, was war es? Folge 9, glaube ich, ne? Irgendwie unser Interview mit Rüdiger Rehm. Er hat es Ja. zugegeben, Er hat ja. abgenickt. Ja, jedenfalls Schalke, die spielen jetzt schon am Freitagabend zu Hause gegen Mainz. Beide hätte ich gesagt, da kann man mal ein bisschen den Gegner nochmal studieren vorher, aber das läuft ja dann in dem Aber so einen Eurosport-Player. Scheiß gucken wir uns nicht an. Oh, vielleicht hätte ich es mir sogar angeschaut, aber ich habe den Eurosport-Player nicht und werde ich mir auch nicht anschaffen. Nee. Von daher. Also jetzt zumindest nicht aktuell. Vielleicht, wenn die mal mehr haben, irgendwie, dann hole ich mir den vielleicht mal nächste Saison oder sowas, aber aktuell nicht. Hast du den? Ja, Ja, ich bin also. dazu, ich bin zu junkie-mäßig, um das nicht Okay. zu haben. Ja, nee, ach, ich gucke Bundesliga eigentlich gar nicht mehr so viel, Weil außer sonst müsste ich zum Beispiel zu Mainz gegen Frankfurt, sonst müsste ich da hingehen. Also den Gottes gucke ich mir Willen. jetzt lieber im Player an. Ja, natürlich. Das letzte Mal, als ich bei dem Spiel war, habe ich mir irgendwie noch tagelang Konfetti aus meinem Kapuzenpulli gepult. Also das mache ich nicht nochmal. Aber haben sie wieder hier eine Ah, Hallamasch gespielt, ja. fürchterlich, Naja, fürchterlich. die alten Pappnasen. Ja. Gut. Ja, können wir sonst noch was zum Schalke-Spiel sagen? Außer dass man dann vielleicht auch mal überregional etwas Beachtung erfährt. Was ja ganz schön ist. Aber ansonsten. Vielleicht sollten wir noch so eine Art Treffpunkt vorher ausmachen oder kommunizieren, weil ich glaube, es kommen auch mal ein paar mehr Leute, die vielleicht sonst nicht so kommen, die Ja. uns auch hören oder zumindest auf Twitter lesen, Die uns treffen möchten, meinst du? mit denen wir uns vielleicht auch treffen möchten. Ja, Also dann könnte man vielleicht mal irgendwie so vorher noch. das ist an sich eine sehr charmante Idee. Du hast wieder keine Zeit vorher. Ja, nee, weiß ich nicht. Ich fürchte halt, dass halt so ein Rummel da sein wird, dass das vielleicht ein bisschen unübersichtlich wird. Plus, ich muss noch ein paar Tickets hin und her tauschen. Ich habe noch Tickets für andere Leute und Na, krieg noch welche und so weiter. Also das muss da ich auch treffen noch wir wahrscheinlich eh koordinieren. schon alle, Wahrscheinlich treffen wir dann eh schon unsere drei ja. Hörer eh, ja. Und die anderen drei, die treffen wir dann im Block. Weil die kennen wir auch. Ich weiß es nicht. Ja, falls jemand jetzt auch mal da ist, Bescheid sagen. Ja, gerne meldet euch, wenn ihr Lust habt. Wir können aber auch mal ankündigen. Ich denke, ich werde so ab ungefähr 17 Uhr am Eingang 2. Ich weiß nicht, ob da wieder unsere Linie 1926, also der Bus mit dem Bierausschank und ein paar Bierbänken davor, wenn der wieder da steht, dann werde ich da in der Gegend sicherlich mal mich aufhalten. So ab 17 Uhr und ab 17:30 Uhr denke ich, dass ich versuchen werde, ins Stadion zu gelangen, also hinter die Sicherheitskontrolle.
Und dann muss man vermutlich auch dann irgendwann, weiß Dann ich, eine halbe Stunde halbe in der Stunde. Bierschlange und Ja, dann. und dann, bis man dann im Block ist, weil der wird dann auch rappelvoll sein und ich will ja dann nicht irgendwie da so eingequetscht sein. Ich will ja auf meinem Platz. Und da sind dann bestimmt wieder ein paar Leute, die nicht wissen, wo mein Platz ist. Ja, Aber hättest du so ein Schild hinkleben müssen? ich müsste eigentlich da mal was auf dem Boden markieren. Ne? Das kommt ja ab und zu mal Ja. vor, dass mal irgendwelche Leute, die dann halt so Aber auf auf. Sitzplätzen eher, oder? Kommt das Nee, vor? nee, so Echt? Auch im Erstbesucher. Stehplatz? Erstbesucher, die, ja gut, die stellen sich dann halt irgendwo hin, ja. Ach Und so, dann. ich dachte, es kommt vor, dass Leute sowas auf den Boden pappen. Nein, nein, nein. Das hätte mich jetzt gewundert, ne? Nein, aber es kommt vor, dass halt Leute dann da auf unseren Plätzen halt stehen. Wir stehen ja immer so mit mehr oder weniger der gleichen Gruppe auf derselben Stelle schon seit Jahren. Ja. Und ja, manche wissen das dann halt nicht, ne? Ich Gut. bin froh, dass sich damals dieser Aberglaube nicht durchgesetzt hat, als ihr euch mal für zwei Spiele weiter runtergestellt habt. Ich Also, habe da nicht mitgemacht. wo man immer in der Sonne stand. Ja. Das war eklig. Und nur weil da einmal gewonnen wurde oder so. Ja, das fand ich auch völlig absurd. Da war ich, das Spiel habe ich mal einmal verpasst und dann standen die da unten in der Sonne und fanden das total gut und haben sie gewonnen. Da wollten sie das nächste Mal wieder da stehen. Und Ja. da habe ich gesagt, Gut, dass wir so eine Leute, Scheiße nicht mitmachen. nee, Ne? nee, da habe ich nie mitgemacht. Ging auch, hat auch nichts getaugt. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe mich dann eine Zeit lang dann mit dazu in die Sonne gestellt irgendwie, aber als dann ein Tor gefallen ist, dann bin ich wieder hochgegangen. Das hat alles keinen Zweck. Gut. Wir sind auch viel zu blasse Typen, um uns da lang in die Sonne zu stellen. Ja, gut, wir können natürlich dann unsere Snapback-Kappen tief ins Gesicht ziehen. Du hast auch eine, das wäre mir neu. Ich habe tatsächlich eine, aber nicht vom SVW und auch nicht von Steven Ruprecht. Ich habe aber auch, besitze auch eine Snapback, aber ich trage die nicht so gern. Ich mag mehr so diese Oldschool-Baseball-Mützen, die so mit dem gebogenen Schirm und so weiter. Ach, ihr alten Menschen. Ja, gut, da trennen uns halt ein paar Jahre. Ja. Okay. John, gucken wir noch mal ganz kurz, was es sonst noch so an Spielen demnächst gibt. Aber ich denke mal, dass wir wahrscheinlich direkt nach dem oder möglichst bald nach dem Pokalspiel unsere Eindrücke hier verarbeiten wollen. Ja, das wird auch psychologisch notwendig sein, glaube ich. Ja. Also dann das nächste Spiel ist dann am Sonntag drauf wieder ein Heimspiel gegen Münster. Auch wieder einer aus der unteren Tabellenregion. Da Ja. sind wir dann hoffentlich aber auch voll wieder dabei mit den Gedanken. Also da bin ich Ja, sehr drauf ja. gespannt. Ja, müssen wir mal gucken, wie dann da so der emotionale Spagat dann da so ist, nach dem. Ja, unsere ist ja unwichtig. Es geht ja um die Spieler. Ja, auch die, ja. Aber mein emotionaler Spagat, der wirkt sich nicht aufs Ergebnis aus. Ah, sag das nicht. Doch, das sage ich, da bin ich mir relativ sicher. Okay, ja, ich glaube, die weiteren Spiele brauchen wir jetzt nicht angucken, da machen wir dann sicherlich nochmal eine Folge. Ja, das sollten wir tun. Gut, dann machen wir mal weiter hier mit News-Diskussion. Es gab auch noch den Hörerwunsch, dass wir mal so ein bisschen über Taktik sprechen. Das würde ich mal verschieben auf die nächste Ja, Folge. da haben wir beide keine Ahnung von. Ah, keine Ahnung, würde ich nicht sagen, aber also ich würde mich jetzt auch nicht als Taktik, Experten bezeichnen. Irgendwo so, ich sag mal so ein, na, gesundes, oder ein, wie sagt man denn, so ein, naja, irgend sowas zwischen Experte und Laie halt, ne? Das, was bei der Sportbild früher irgendwie so Dr. Ball oder sowas hieß, ne? Da kann ich jetzt nicht mitreden. Ich habe Okay, ganz, ganz vergiss früher es. so als früher habe ich ein Sportbild gelesen, irgendwie so zu Schulzeiten irgendwie. Aber das habe ich dann irgendwann aufgegeben. Ich Ja, glaube, ging da mir gab es noch ähnlich, keinen aber. Dr. Ball, als ich das noch gelesen habe. Das war immer so ein Rätsel und da wurde dann auch so, wurdest du dann eingestuft, so je nachdem, wie viel du wusstest. Und da war irgendwie so Dr. Ball war irgendwie sowas ganz Okayes, aber nicht der Beste. Ach so, okay, dann diese Quizze, wenn du dann so und so viele Ja, Punkte oder hast, dann Null ist bist du irgendwie so irgendwie, ah. totaler Laie oder sowas. Okay. Gut, das Dr. Ball. Der kann vielleicht hier mit Dr. Love mal ein Duett singen Oh Gott. Beide in so Arztkitteln oder so. hier. Naja, egal. Ah, die Ärzte, zweite Generation. Ja, okay. Die schlechten Ärzte. Genau. Aber das machen wir mal in einer anderen Folge. Wenn auch der Micha dabei ist, der hat auch immer so ein gewisses Auge oder zumindest ein paar taktische Gedanken. Das machen wir dann in der Dreierrunde. Dann sprechen wir mal so ein bisschen über zumindest das, was uns so auffällt, so an taktischen Dingen. Genau. Ich habe noch hier ein, zwei News.
Hau Wir hatten es raus. das letzte Mal schon erwähnt, es findet ein Rugby-Länderspiel in der Britta Arena statt. Da gibt es mittlerweile auch ein Datum dazu. Beziehungsweise ich hatte es dann sogar noch nachgeschaut. Ich hatte es, glaube ich, letztes Mal schon in die Shownotes reingepackt. Das ist am Samstag, den 18. November. Da haben wir interessanterweise, was heißt interessanterweise, also es ist ein Tag vorher spielt Wien, Freitagabends gegen Rostock. Und dann Samstag ist dann dieses Rugby-Länderspiel. Und wie ich gelesen habe, 15er Rugby. Die 15er Rugby-Nationalmannschaft. Ich glaube, es gibt auch irgendwas mit 7er Rugby. Ich bin jetzt nicht sicher, was das bedeutet, ob das die Anzahl der Spieler ist, oder worauf sich das bezieht. Ich kam nicht dazu, irgendwie das nachzulesen. Könnt ihr selber machen. Guckt in Wikipedia, da steht es bestimmt drin. Vielleicht gucke ich mir das tatsächlich mal an. Rugby könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht mal ganz witzig ist. Ich frage, wer machen die uns den Rasen kaputt? Oder noch kaputter, als er eh schon ist? Ja, aber dann ist ja auch bis zum nächsten Heimspiel 2 Wochen Zeit. Das soll schon hinhauen. Weil dann die Woche drauf ist ja dann Auswärtsspiel und dann Anfang Dezember ist dann das letzte Heimspiel für dieses Jahr. Okay, naja, wir haben ja wenigstens keine Madonna-Konzerte bei uns in der Arena. Ja, dann haben wir ja dann noch das Weihnachtssingen. Das ist ja dann nochmal Ja, im aber wir haben Dezember, aber das ist übrigens am. Am Freitag, an diesem Freitag ist ja auch noch ein Spiel, die deutsche Frauennationalmannschaft. Ah, Ist, das glaube habe ich, ich mir jetzt hier glaube ich, nicht. ein Quali-Spiel, ne? Ist kein Freundschaftsspiel, ist ein Quali-Spiel. Genau, das habe ich mir jetzt hier nicht nochmal Die notiert. spielen ja Das auch noch hattest bei du uns. letztes Mal schon erzählt. Ist das jetzt diesen Freitag? Ist Freitag, ja. Ah. Ja, können wir uns jetzt natürlich wieder überlegen. Schauen wir Schalke oder Frauennationalmannschaft? Oder nichts von alledem. Bei mir läuft es wahrscheinlich auf Letzteres hinaus. Ja, weiß Naja, ich. auch mal ein Abend mit einem guten Buch ist auch okay. Ja, genau. Mit einem guten E-Book. Oh, apropos E-Book, das war jetzt gar nicht geplant, aber vielleicht unterbewusst, weil ich habe hier noch eine Notiz E-Sport. Das kam heute. Der SV Wien hat einen FIFA-Profi, also FIFA im Sinne von dem EA-Spiel, also dem Computerspiel oder Konsolenspiel, FIFA 18, einen FIFA-Profi verpflichtet. Alexander Rauch heißt der, nennt sich wohl Bono. Der bekennende SVWW-Fan steht da in der Mitteilung. Das fand ich schon interessant, weil ich habe dann mal auf seinen Twitter-Account geschaut und so viel ist da nicht los, aber wenn er sich mal zu, also nicht Computerfußball, sondern echten Fußball geäußert hat, dann war das eher irgendwas mit Mainz. Also von daher, und der studiert wohl auch in Mainz. Also ich bin da auch nicht ganz sicher, wie weit es da mit der Vereinstreue hier so ist. Ne? Da müssen wir nochmal kritisch nachfragen. Na gut. Wir gestehen ihm mal zu, Wir dass er. verpflichten dich nur, wenn wir das so schreiben dürfen. Ja, jedenfalls scheint er da irgendwie tatsächlich ein Guter in dieser Disziplin zu sein, irgendwie, weiß nicht, deutscher Aber Meister. war das nicht auch er, der bei diesem letzten Kabinentalk, wo der Micha war, da irgendwie was vorgeführt hat? Genau, der war das, ja. Micha konnte sich ja damals nicht an den Namen erinnern, aber jetzt, nachdem die Meldung kam, hat er geschrieben, genau, der war das. Ja, also der ist jetzt, der tritt dann unter dem Namen SV Wien Wiesbaden dann an. Also wenn er da in irgendwelchen Turnieren oder sowas spielt. Wobei ich dann, weiß ich, da war auch an der Wirtschaftskurier, sage ich schon, Wiesbadener Kurier. Gottes Willen. Im Wiesbadener Kurier war auch ein Interview mit Bono. Und also er spielt dann wohl zwar mit der Mannschaft SV Wien Wiesbaden, die gibt es ja jetzt in FIFA, also es gibt jetzt die dritte Liga jetzt da drin, in der neuen Version. Brauchst du Aber mir nicht erzählen, ich weiß ja, das, ich spiele das. aber offensichtlich kann man sich die Mannschaften dann trotzdem irgendwie zusammenstellen, was weiß ich, wie man möchte oder wie auch immer man da die Spieler kriegt, keine Ahnung. Also er wird dann jetzt nicht mit unserem tatsächlichen Kader dann da versuchen, irgendwie gegen Erstligisten Der kauft sich dann wahrscheinlich ganz Mainz 05, packt die in unsere Nee, Trikots. gar nicht. Also er sprach dann da so irgendwie von Kroos und Iniesta und solchen Sachen. Also irgendwie kommt da so ins ganz oberste Regal, ja. Irgendwie. So. Jetzt dieses ganze E-Sports-Ding irgendwie. Also ich habe das bisher weitestgehend ignoriert und auch höchstens
ja, weiß nicht, mal eine Augenbraue hochgezogen oder mit den Schultern gezuckt, wenn ich dann gelesen habe, irgendwie das, was ich glaube, Wolfsburg waren ja auch die ersten und Schalke hat ja auch irgendwie ein ganz großes E-Sport-Team. Wobei, da verstehe ich es ja noch weniger, weil die spielen ja dann noch nicht mal irgendwie dann FIFA oder wie heißt das andere? Pro Evolution Soccer, glaube ich, ist das andere große, ne? Ja. Sondern ich glaube, bei Schalke, die spielen ja dann da auch irgendwie solche anderen, wie heißt das so? League of Legends und also ihr merkt schon, ich bin kein Gamer, ich habe überhaupt keinen Schimmer. Aber halt irgendwelche anderen Spiele, die jetzt gar keine Fußballspiele sind. Und dann frage ich mich, was hat das jetzt mit dem Rest zu tun? Also gut, man kann natürlich sagen, also mal ganz vorausgesetzt, man begreift E-Sport auch als Sport und dann hat man halt eine eigene Abteilung. Wenn jetzt in großen Vereinen oder viele Vereine haben ja, weiß Gott, mehr als nur Fußball im Angebot. Aber wenn jetzt hier irgendjemand, so wie jetzt hier in unserem Fall, dann halt zwar mit einem Wehentrikot dann da rumläuft, wenn er bei irgendeinem Turnier ist, also wo man präsent ist, oder online dann halt einfach nur als SVW in Wiesbaden dann da halt aufläuft. Aber ansonsten hat das doch nichts mit dem Verein zu tun. Also es ist eigentlich nur eine pure Werbemaßnahme, oder verstehe ich das falsch? Naja, ihr startet ja auch irgendwie für den Verein, oder? Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt, dass man jetzt da als nur als Verein oder als wie auch immer sich da irgendwie registriert. Das ist ja, ich meine, der kann ja unter welchem Namen auch immer kann er ja da antreten. Das ist ja völlig egal. Und der kriegt jetzt da halt, also man verpflichtet, bla bla und Profi. Also das suggeriert ja, dass der auch Geld dafür kriegt. Also ich verstehe das einfach nur so, dass das irgendwie eine Werbemaßnahme ist, dass man da halt dann da irgendwie auf solchen Turnieren dann halt präsent ist und vielleicht in dieser Gamer-Szene oder halt, keine Ahnung, ich meine, das schauen sich ja sicherlich viele Jugendliche an, irgendwo muss das Geld ja generiert werden für diese Turniere. Dass man dann da halt irgendwie, weiß ich, bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen da halt den Vereinsnamen halt irgendwie unterbringt. Aber was soll das? Also bringt man dadurch oft hofft man sich, dass dann da irgendwie mehr Leute ins Stadion kommen oder was ist das? Also Müssen wir mal den Verein fragen, was er sich davon erhofft. Also ich kenne mich jetzt auch in der Szene zu wenig aus, um dir das genau sagen ja. zu können. Da Okay, wir muss man machen halt mal die Leute Folgendes. fragen, die auf die Idee dieser Verpflichtung gekommen sind. Also Ja, ich glaube das schon, ist dass das ein weites Feld ist und man sieht ja, wie so ein Spiel, das dann neu rauskommt, reißen und Abseits findet und alles. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so eine profitable Nummer ist insgesamt, dass die Vereine da jetzt ja auch immer weiter reindrängen ja, in diesen manche sagen Markt. auch, das interessiert uns überhaupt nicht. Also, es ist schon interessant, ne? Ja, aber wir sind jetzt nicht die Einzigen, hast du ja eben schon Ja, erwähnt, wer da alles genau. so mitmacht. Ja. Pass mal auf. Hier der E-Sport-Projektleiter ist in Personalunion ja auch unser Pressesprecher, nämlich der uns beiden wohlbekannte Daniel Mucha. Ja, müssen wir den einfach mal Den fragen. werden wir demnächst mal anhauen. Den werden wir mal fragen und dann werde ich vielleicht auch mal versuchen, ob wir hier den Alexander Rauch, den hier unseren FIFA-Profi, wird den vielleicht auch mal irgendwie zum kurzen Interview kriegen. Das muss ich mir alles mal erklären lassen, irgendwie, wie das so läuft. Ja. Also ich bin ja Ich der kann es Noob. auch sagen, ich meine, Ja. der braucht ja auch nicht viel. Also es ist ja, der ist jetzt keine Fußballmannschaft oder überhaupt eine Sportmannschaft oder so, wo du sagst, der braucht irgendwie Räumlichkeiten und Geräte und Physios und Nee, was weiß ich was. Also das das ist macht er ja daheim, beziehungsweise halt da, wo er vor Ort dann halt spielt. Ja, also das. eben deswegen glaube ich nicht, dass man da außer Gehalt jetzt so viel investiert. Ja. Oder was es Nee, auch immer dann ach, ist. wie auch immer, aber jetzt die Frage ist, was ist so der Sinn und Zweck des Ganzen? Ja, das und auch wie das, ja, wie man da so halt als FIFA-Profi, da fallen mir bestimmt auch noch ein paar Fragen ein. Also das werden wir mal angehen. Auch der Aufruf hier an die Hörer, wenn ihr da irgendwie Fragen habt, immer her damit, dann Vielleicht habt ihr ja auch Antworten, die wir ja, jetzt nicht haben. vielleicht auch das, ja, gerne, klärt uns auf, aber ansonsten versuchen wir mal da die entsprechenden Leute zu fragen und wenn ihr auch irgendwelche Fragen im Gepäck habt, schickt die uns, das nehmen wir gerne mit auf. So, was haben wir denn sonst noch im Programm? Achso, noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es ja das letzte Mal angekündigt, ich wollte ein Buch verlosen.
Dazu gab es einen Blogbeitrag dann auch, und zwar das Buch Wir Wochenendrebellen. Es gab auch diverse Antworten. Also ich hatte um Kommentare gebeten, wer an der Verlosung mitmachen möchte, teilnehmen möchte. Gucken, dass man sich immer für ein Verb entscheidet. Die Leute wissen, was du meinst. Ja, Erzähl einfach weiter. genau. Und das werden wir jetzt hier live verlosen, diese ein Exemplar. Ich habe jetzt hier die Liste mit den Personen und ihren Kommentaren vor mir. Und du kannst jetzt eine Zahl zwischen 1 und 100 sagen. 1 und 100, um Ja. Gottes Willen. Ich Dann denke, wir haben werde ich nach fünf einem Kommentare. ausgeklügelten Algorithmus das abbilden auf einen der Teilnehmer. Es sind nicht 100, es sind deutlich weniger, aber so machen wir das jetzt einfach mal. Okay, ich nehme die 14. Die 14. Und damit hat der Klaus Martin gewonnen. Manchen auch bekannt als Problembär Bruno, so nennt er sich nämlich im Forum. Das ist sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, Klaus Martin. Glückwunsch. Magst du vielleicht noch dein System gerade offenlegen, nachdem du das jetzt berechnet hast? Ja, ich habe einfach nur die letzte Ziffer genommen und aber um das nicht ganz so offensichtlich zu machen. Genau, also Modulo 5 eigentlich, wenn man es mathematisch sieht. Also Ja, mach einfach. wenn du jetzt zum Beispiel 26 gesagt hättest, das wäre dann jetzt Ja. hier der erste in meiner Liste gewesen, ja. Ah, verstehe. Genau. So, aber Einfach auf jeden immer Fall, eins bis fünf, okay. in diesem Fall war das jetzt so, ja. Genau. Ja, Klaus Martin, ich komme auf dich zu. Wir sind ja sowieso tatsächlich in Kontakt und dann kannst du mir mal deine Adresse geben, die habe ich glaube ich nicht. Und dann, oder schickst du mir einfach, wenn du das hier hörst, das ist viel lustiger. Aber ich weiß, bei Klaus Martin, der ist glaube ich einer von denen, die uns gerne über YouTube hören, hat er mir mal erzählt. Also von daher, für ihn hat sich Ja, schon mal dieser du hast immer Kanal gesagt, gelohnt. das lohnt sich nicht, diesen Kanal zu machen. Ich weiß nicht, ob wann man von Lohnen sprechen kann, aber es ist ja jetzt keine wirkliche zusätzliche Arbeit für uns. Und mindestens er hört da wohl regelmäßig darüber, weil. Weiß nicht, also wenn man da irgendwie eingeloggt ist, dann ist das wohl auch ganz praktisch, weil egal auf welchem Gerät du dann halt irgendwie gerade hörst, das macht halt an der Stelle weiter, wo du zuletzt aufgehört hast und so weiter. Das ist gar nicht so schlecht. Ja. So, also, schick mir mal deine Adresse und dann bekommst du demnächst das Buch Wir Wochenendrebellen. Alle anderen, danke fürs Mitmachen. Finde ich sehr schön, wenn wir mal ein bisschen Feedback haben und einen Tipp, kauft euch das Buch. Selbst. Es, Ja, lohnt sich, lohnt sich. genau. Wir haben es das letzte Mal ja auch schon angesprochen. Es ist wirklich eine gute Sache und ihr tut noch was Gutes damit, weil die meisten Erlöse gehen ja dann da an die Neven-Subotitsch-Stiftung. Ja, das war dieses. Und wo wir schon gerade bei guten Zwecken sind, die Saisonspende hatte ich ja das letzte Mal angekündigt. Vielleicht haben das nicht mehr alle gehört, weil die Tonqualität irgendwie zwischendurch nicht so gut war oder dauerhaft nicht so gut war und haben dann vielleicht irgendwann ausgemacht, weil sie genervt waren. Da gab es jedenfalls leider kein Feedback. Wer vielleicht noch sich da dranhängen möchte, unserem Aufruf zur Saisonspende nochmal ganz kurz erwähnt, man sucht sich irgendein sportliches oder nicht sportliches Ziel, zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit dem SVW. Ich habe jetzt mal gesagt, alle Pflichtspieltore werde ich jetzt mit einem Euro belohnen und der dann am Ende der Saison einem guten Zweck zugeführt wird. Da ist der Zwischenstand 23 Euro. 20 in der Liga und 2 in der ersten Pokalrunde und eine im Hessenpokal. Und für jede weitere Runde im DFB-Pokal würde ich verdoppeln. Also sofern wir den FC Schalke schlagen und dann alles, was danach kommt, dann kann sich's richtig lohnen. Aber auch so sollte ja hoffentlich am Ende des Jahres was zusammenkommen. Macht gerne mit oder sagt, für jedes Tor von Alf Minzel schmeiße ich einen Zehner in den Topf oder weiß ich nicht, für jeden gehaltenen Elfmeter von Markus Kolke oder
Was auch immer, könnt ihr euch gerne was aussuchen, lasst es uns wissen. Vielleicht können wir dann am Ende dann gezielt oder gesammelt alles dann irgendwie einer Organisation übergeben. Dann wirkt das vielleicht auch ein bisschen. Genau. Wir sind auch noch für Vorschläge offen, wohin es dann am Ende gehen soll. Schreibt uns dazu einfach gerne wie immer in die Kommentare oder auf Facebook oder auf Twitter. Ihr kennt das ja. Gut, dann hätten wir noch unser Tippspiel. Und da läuft's wie von dir angekündigt. Du schleichst dich da heran, Sonja. Ja, das mache ich ja jedes Jahr. Ja. Erst die Leute in Sicherheit wiegen und dann ganz langsam Ja. klettern. Es ist tatsächlich so, du kletterst da irgendwie Platz für Platz nach oben, bist mittlerweile schon auf Platz 8 und nur Ja, noch. hast du schon Angst? Ja, natürlich. Nur noch 3 Punkte hinter mir. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt an diesem Spieltag das letzte Mal vor dir stand für den Rest der Saison. Aber mal gucken. Ja, das würde ich jetzt nicht so glauben, aber gut. Der Micha hängt noch ein bisschen zurück. Der ist gerade auf Platz 25. Der hat noch ein bisschen Abstand. Der muss noch, Eieiei. arbeiten. Und unser 2:1-Spot, der jedes Spiel mit 2 zu 1 tippt. Na guck, der war letzten Spieltag gar nicht so schlecht. Der hat sogar einen Punkt mehr gemacht als du. Aber ist trotzdem nur auf Platz 10. Der ist nicht so gut, wie ich erwartet hätte. Ich hätte, aber mal gucken. Wir schauen uns das mal Echt, in hast Ruhe du an. gedacht, der ist noch weiter oben? Ja, ich habe tatsächlich gedacht, aber irgendwo, das kann auch im Laufe der Saison einfach noch kommen, dass der in den Top 5 landet. Na, Das glaube ist, ich nicht ganz. naja, egal. Wir schauen mal, wie es da weitergeht. Zur Schnellbacher Wette gibt es, glaube ich, noch nichts Neues. Der gute Luca hat, glaube ich, noch keinen weiteren Treffer jetzt erzielt. Ich glaube, letztes Spiel mal ein bisschen länger gespielt, aber nicht getroffen. Nee, aber ich glaube, er war derjenige, der irgendwie ganz zum Schluss den Elfer rausgeholt hat oder selber zumindest gefoult Das hilft dir wurde. halt in deiner Wette nichts. Nee, natürlich nicht, aber womit dann Ahlen dann noch, glaube in der Schlussminute dann noch den Ausgleich erzielt hat. Aber er durfte den Elfer halt eben nicht selber schießen. Hilft da eigentlich auch nichts. Ja. So, und dann noch eins, weil wir sind ja hier quasi ja schon in der lustigen Kategorie Buntes. Und das fand ich wirklich sehr gut. Hansa Rostock war am letzten Wochenende zu Gast in Jena. Hast du das gehört? Natürlich, da kann man ja nicht dran Da kam vorbei. man nicht dran vorbei. Und irgendwann, ich glaube sogar erst in der zweiten Halbzeit, riefen die dann: Wir haben euch was mitgebracht, Fisch, 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 und warfen dann mit toten Fischen in Richtung des gegnerischen Fanblocks. Das hat mich sehr amüsiert, diese Vorstellung. Also es gab, glaube ich, auch irgendwo ein Video, das habe ich nicht angeschaut. Ich glaube, sie haben es auch nicht tatsächlich geschafft, bis zu den anderen Fans hinüberzuwerfen. Aber das wirft Nee, ja schon. man sieht auf dem Video, dass da war halt noch so ein Pufferblock dazwischen Ja. und dann haben sie es auch eher Richtung Ordner geschmissen. Wir haben euch was mitgebracht. Fisch, Fisch, Fisch. Ich meine, das ist ja schön. Die kommen ja von der Küste, ne? Zumindest der Verein. Die meisten Fans, die kommen ja von überall her. Die sind ja überall hin verstreut, die Hansa. Aber Ja. das fand ich schon. Ich meine, klar, auch irgendwie kann man jetzt irgendwie hier mit toten Tieren werfen und bla. Aber ich finde es trotzdem witzig. Ich muss sagen, dass ich irgendwie so gar keine Haltung dazu habe. Also es ist natürlich irgendwie kreativ, aber es ist halt auch einfach, also irgendwie Zeug in den anderen Block schmeißen, ist Ja, ja erstmal natürlich. grundsätzlich dumm und deswegen ist es irgendwie so eine Mischung aus kreativ und dumm und deswegen kann ich mich nicht so richtig entscheiden. Ja. Es sagt mir irgendwie eher so nichts. Also ich bin ja jemand, der lieber ein Spiel guckt und jetzt keinen Bock darauf hat, Ja. irgendwen zu Also ich provozieren weiß jetzt und auch nicht, ob es da jetzt eine Vorgeschichte zu gab. Ich habe gehört, dass irgendwann mal also ich habe gelesen, Hansa-Fans wohl dass sie auch irgendwo sogar mal. Angeln dabei hatten und so Ach im so, Block. Also okay. das ist so richtig, also mit mehreren Sachen vorbereitet war, jetzt nicht nur Wollten so, ach guck die mal da, sich. wir haben noch eine Tonne toten Fisch, den wir hier irgendwie an dem Ordner vorbeikriegen. Ja, das ist ja eine Frage, die das aufwirft. Wie haben die das Zeug da reingebracht? Also ich meine,
Der musste dann irgendwo, ja. Ich weiß gar nicht. Hast du dann in der Hosentasche stecken, diesen Fisch, oder? Ja, ich weiß nicht, aber da hilft dir wahrscheinlich ein Ordner oder du hast das am Tag davor schon irgendwo in der Vielleicht, Nähe abgestellt oder wie auch immer. wenn es Also vielleicht so in das deiner. ist ja, da schmuggelt ja nicht jeder einzeln irgendwie einen Fisch in seiner Hose mit rein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei das natürlich auch eine lustige Vorstellung ist, dass die dann halt das süße Fisch in der Hose haben und der Ordner sich nicht traut, das anzufassen. Aber das kann ich mir in der Menge nicht vorstellen, weil das waren ja ganz schön viele Fische, die Ja, da es war wohl geworfen. auch, das Spiel ging, glaube ich, auch mit ein bisschen Verspätung los, weil dann halt da irgendwie so ein Gedränge vom Block war. Vielleicht war das Gedränge vom Block dann halt auch inszeniert, das gibt es ja auch schon mal irgendwie, um halt eben genaueren Kontrollen dazu entgehen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es da jetzt eine Vorgeschichte zu gab. Ich habe nur gehört, dass Hansa-Fans irgendwo schon mal auch schon mit Fischen beworfen wurden. Aber ich weiß nicht, ob das in Jena war. Ich glaube nicht. Also von daher bin ich jetzt so über die Details da nicht ganz im Klaren. Ich habe es jetzt auch nicht versucht zu recherchieren. Aber ich fand das nur mal eine Erwähnung wert. Ja, gut. Dann dürfen wir keine Sendung ohne Hassrubrik haben. Das ist ja schließlich der Anlass des Ganzen gewesen. Sonja, hast du uns was mitgebracht, was du gerne Dann wird hassen es möchtest? schwierig, dann wird es schwierig heute. Ach so. Weil wir haben uns so im Vorfeld in unserer Dreier-WhatsApp-Gruppe eigentlich auf ein Thema geeinigt. Der Micha hatte das vorgeschlagen, aber da er jetzt heute nicht da ist, schieben wir das mal in die nächste Folge. Ja, aber du hast Also geschrieben, du hast eventuell das was ist ein Ha anderes. das ist ein Hassthema, das uns alle vereinen wird, da freue ich mich schon drauf. Aber genau, ich habe reingeschrieben, ich habe was anderes, aber das ist was Nettes. Also das ist eigentlich mal so das Gegenteil von Hassrubrik. Oh nein. Ich möchte mal was Liebes sagen und zwar, Was Liebes? ja, ich habe die Stadionzeitung bekommen. Jetzt so hier, man kriegt hier so in die Hand gedrückt, wenn man ins Ja. Stadion geht. Also manchmal klappt's, manchmal nicht. Das war Hass Hast gesagt. du jetzt mal dieses Nein, habe Augmented ich nicht. Reality mal ausprobiert? Habe ich Nein, nicht. hast du Finde ich nicht. bescheuert. Egal. Ist doch egal. Muss man mal Aber ich habe es ausprobieren. bis zu Seite 1 geschafft. Und Das ist die beziehungsweise, Titelseite. das ist genau, das ist ja dann Seite 3 oder so, das Vorwort, was Ja. eigentlich nie jemand liest, so Trainer oder Sportdirektor oder Vereinspräsident sagt irgendwas Belangloses. Aber das fand ich diesmal schön, was da stand. Hat Christian Hauck, unser Sportdirektor, war hier, bla bla bla, gegen Schalke wird es ein Sonderstadionheft geben und so weiter. Was er dann zum Anlass nimmt, diesen folgenden Absatz zu schreiben. Schalke kann jeder, finde ich schon mal grandiosen Satz. Die Britta Arena hat sich im Vorverkauf quasi von alleine gefüllt. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch mal ein riesengroßes Dankeschön richten an unsere Fans, die auch dann da sind, wenn die Gegner Bremen, U23, Zwickau oder Lotte heißen. Sie reisen auch in kleiner Schar viele Stunden nach Erfurt, Rostock oder Magdeburg und müssen sich dort sogar von den Stadionsprechern immer wieder den einen oder anderen blöden Spruch anhören. Da bedankt er sich dafür den treuen Support und so weiter. Aber das fand ich wirklich nett. Also als ich das gelesen habe, habe ich mich gefreut. Weil ich jemand bin, der mit dem SVW schon in Erfurt, in Rostock und in Magdeburg war. Ja, und in Auch genau weiß, Bremen, was es heißt, wenn der Stadionsprecher irgendwie sagt, so, ja, wir begrüßen unsere Gäste, Fans sind ja nicht viele, haha und so. Auch schon erlebt, dass man da in kleiner Schar freudestrahlend raus ist, während alle anderen so eine Fresse gezogen haben. im Prinzip hat er dich Und direkt angesprochen, ne? im Prinzip hat er mich fast direkt angesprochen mit noch ein paar anderen, die mir ja auch alle namentlich bekannt sind, sozusagen. Und das fand ich sehr freundlich. Also gerade in dieser Schalke-Euphorie, in der wahrscheinlich 20.000 ins Stadion gekommen wären, wenn sie Karten gekriegt hätten, Vielleicht, ja. sich zu bedanken bei Leuten, die, also wir waren in Rostock irgendwie schon mal 10 oder 11 Leute und in Magdeburg 15 oder so. Und das fand ich schön und deswegen wollte ich das jetzt einfach mal lobend erwähnen, dass mich das gefreut hat. Ja. Also heute kein Hass, sondern Heute heute Liebe. habe ich mich ab. Ja. Ja, Liebe ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Ja. Aber ich habe Blätter mich sehr mal auf Seite gefreut. 5 oder Seite 7, vielleicht kommt auch Dr. Love irgendwo. Was soll denn Dr. Love? So ein Musikwunsch für jeden, der mal in Keine Rostock Ahnung. war oder so. Ich gebe zu, ich habe das Heft auch mitgenommen und ich habe auch nur genau bis Seite 3 gelesen und es liegt doch hier rum. Ich habe noch gar nicht den Rest durchgeblättert. Ja, aber schöner wird's ja auch nicht. Nein, Also das war. mich hat es Ja. wirklich gefreut. Ja, das ist doch schön. Mal was ganz Neues hier bei uns in der Hassrubrik. Kein Hass, sondern ein Lob. Es wird nicht immer so sein, keine Sorge. Wir haben Ja. auch schon für die nächste Folge haben wir auch schon ein Thema. Ja, genau. Wenn ist dann vielleicht nicht mehr ganz aktuell, aber das ist Das zeitlos. wird immer aktuell bleiben, das Ja, sage ich dir. genau. So viel Spoiler muss sein. Genau.
Achso, vielleicht gerade noch eins zu Schalke, wenn wir jetzt hier gerade schon dabei sind. Schalke kann jeder, finde ich einen super Satz. Ja, Schalke kann Da jeder, gell? muss noch dahinter, muss irgendwie, ich hab so einen Stoffbeutel, den habe ich mir in Duisburg gekauft, da steht drauf, Berlin kann jeder, Duisburg muss man wollen. Das finde ich super. Ja, Duisburg musst du wirklich wollen. Ja, ist ja auch so, aber Ja, es ist ja. so, also es gehört ja auch viel dazu, das selbst zu erkennen oder Beutel zu drucken. Ja. Aber ich glaube, die hassen sich ja auch selbst oder zumindest ihre Stadt auch selbst irgendwie so. Also das ist, da versteht auch, naja, gut, ist egal, würde jetzt zu weit führen. Also Schalke kann jeder, du wolltest noch was zu Schalke. Ja, genau, richtig. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, es wird eine große Choreo geben. Und sogar nicht nur die Nordtribüne, sondern auch über die beiden Tribünen an der Seite. Wehe, ich Ich. verpasse eine Sekunde vom Spiel, ey, da raste ich aus. Ja. Ich habe allerdings keine Ahnung, welcher Gestalt oder was dann dargestellt wird und sonst irgendwie keine Details weiß ich nicht. Und wenn, dann hätte ich sie jetzt auch nicht verraten. Aber ich denke, das kann man erzählen. Also da gibt es was Großes und für unsere Verhältnisse vermutlich noch nie Dagewesenes. Denn ich glaube, Choreos, die über die Nordtribüne hinausgehen, hatten wir, glaube ich, noch nicht. Also wir haben da schon mal so schon diverse Geschichten, irgendwie so mit Fahnen oder auch Folien oder Zetteln halt zum Hochhalten. Auch schon mal vom Hessen-Pokalfinale gab es mal dieses große Transparent, was sie Ja. hochgezogen haben. Das war eigentlich auch ganz cool. Also unsere aktive Szene, wie man so schön sagt, ist zwar auch klein wie alles andere, aber muss sich da jetzt nicht verstecken. Ich meine, klar, da gibt es jetzt natürlich nicht zu jedem Spiel und im gleichen Maßstab, was wie jetzt bei großen Bundesligisten, ganz klar. Aber da sind die schon ganz aktiv. Also gefällt mir gut. Und Ja, wenn man offensichtlich haben sie sich jetzt. FIFA 18 mit wen spielt, dann hält das ganze Stadion so Pappe hoch, dass das dann so in den Farben kommt. Ah, cool. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht besorge ich mir jetzt doch mal irgendwie so eine PlayStation und das FIFA 18 dann dazu. Und weil dann sage ich halt auch, ich mache jetzt E-Sport. Gehe jetzt nicht mehr laufen oder schwimmen oder Ich bin jetzt sowas. sportlich, genau. Ich Genau, mache und jetzt meinen dann täglichen Sport hier, so. sage ich zu meiner Frau, du kannst jetzt leider nicht an den Fernseher, ich muss jetzt Sport machen. Ja. Jetzt, ich muss halt abends jetzt noch ein paar Trainingseinheiten und so. Vielleicht komme ich damit durch. Na gut, es gibt ja eine andere Konsole, bei der machst du ja zumindest so ein bisschen Bewegungssensorkram. Also, wobei ich mir das beim Fußball, naja, Diese gut. Wii. Ja. Ja. Ja, kannst ja auch. Wir hatten mal, also die letzte Konsole, die wir hier im Haushalt hatten, war eine PlayStation 2. Du siehst, das ist schon ein bisschen her. Ja, ich hatte die allererste damals. Ja, nee, die hatten wir nicht, aber eine PlayStation 2 hatten wir, beziehungsweise die haben wir noch, die steht noch irgendwo, glaube ich. Naja, irgendwo in der Ecke wird es wahrscheinlich noch rumstehen. Und da gab es auch zu irgendeinem Spiel. Das kam dann auch mit so einer Kamera, also im Prinzip so eine Webcam, die du dann halt da so anschließt. Und dann kannst du dann halt auch so mit so einer Gestensteuerung, das war damals halt alles noch ein bisschen schrottig, aber das funktionierte auch. Da kannst dann so hüpfen und dies und das, was war, ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel hieß dazu. Naja. Also auf jeden Fall, da konnte man auch schon, wenn man wollte, vorm Fernseher rumhupsen. Ja. Ich hatte nur in den 90ern hatte ich einen Sega und da hatte ich, glaube ich, so ein Sega Spiel, das Mega war zur, Drive oder was? ja, da hatte ich so ein Geil. Spiel zur WM 90 und das war aus der Vogelperspektive. Also da hattest du so, da waren so Punkte und die haben sich den Ball hin und her gespielt. Ja, Ja, das völlig war der abgefahren Klassiker. Also eigentlich. auch auf dem Ja. 64er schon. Das, wie hieß das? Micro Pro Soccer, glaube ich, irgendwie. Das habe ich mit einem Kumpel früher viel gespielt. Das war auch so aus der Wahnsinn Draufsicht her. eigentlich, ja. Ja. Ich habe ganz früher auch schon mal FIFA gespielt, auch auf dem Mega Drive. Ich glaube, lass mich nicht lügen. So FIFA 94 oder 97 oder sowas in der Größenordnung. Ja. Ja, ich bin alt. Ja, okay. Ja, alle anderen Themen heben wir uns auf fürs nächste Mal. Dann schaffen wir es diesmal in deutlich unter 2 Stunden. Immerhin. Yeah. Gut. Ach so, ich muss ja noch ein Stück rausschneiden. Ja, und Mist. Genau. Dann wird es ja Ich hoffe, du schneidest es raus, weil das war ja nur Gehaspel. Ja, dann muss ich das jetzt gleich auch nochmal mir anhören. Das ist ja der größte Mist. Naja, gut, okay. Ihr Hörer werdet das alles nicht gemerkt haben. Ihr werdet eine einwandfreie Top-Qualität hier kriegen. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns
vermutlich schon in einer guten Woche oder vielleicht spätestens in 2 Wochen wieder, wenn wir über das Schalke-Spiel sprechen wollen. Jo. Also, bis dahin. Tschüss. Ciao.